Grüezi, liebe Leute, mache jetzt noch einen Input zum Thema Psychose und wie man frei wird von einer Psychose. Ich habe in der Schweiz 14 Jahre Psychose gehabt und Gott hat mich gesund gemacht. Also ich habe noch ganz ein Mühe, Tablettchen habe ich noch. Vielleicht in 2-3 Monaten bin ich dann auf Null. Aber ich bin geheilt von Psychose und ich möchte eigentlich weitergeben meine Erfahrungen, die ich gemacht habe auf dem Weg, was Gott mir gelehrt hat auf dem Weg, wie ich frei geworden bin auf dem Weg. Möchte ich euch weitergeben für alle, die Psychose haben, weil es sind wichtige Lehrplätze gewesen, die ich haben müssen machen. Und auch, es ist auch wichtig, dass man eine Erkenntnis hat in dem Gebiet, weil sonst drehe ich mich jahrzehntelang im Kreis und komme keinen Millimeter weiter. Und das ist mir auch so gegangen am Anfang. Ich habe 10 Jahre lang im Kreis gedreht, bin ich gesund geworden, bin kein Stück mehr gesund geworden. Und es ist wichtig, dass man die Erkenntnis hat, weil Jesus hat gesagt, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also das erste Mal ganz eine wichtige Sache, wenn man Psychose hat, man braucht Erkenntnis. Das ist das Wichtigste, wenn du Psychose hast. Das Wichtigste, das Allerwichtigste, wenn du eine Psychose hast, du musst wissen, wie werde ich gesund? Wo ist der Weg? Was muss ich machen, damit ich gesund werden kann? Das ist das aller Wichtigste. Das ist das A und das O, um gesund werden. Und ich erkläre euch jetzt später, wie das funktioniert. Aber zuerst möchte ich euch erzählen, wie es bei mir war. Eben, ich habe Psychose bekommen. Ich war bereits Christ gewesen. Ich war 2 Jahre lang Christ gewesen, habe dann Psychose bekommen. Und dann habe ich immer gebetet, Jesus, bitte mach mich wieder gesund von dieser Psychose, bitte erlöse mich von diesen Stimmen und. Und Jesus hat es nicht gemacht. Also ich immer das Gefühl hatte, ja, irgendwann dann mal kommt dann Gott mit einer rosaroten Wolke vom Himmel oben runter und macht mich dann gesund. Ich bete einfach und bete und bete und bete. Und weil ich bete, kommt dann irgendwann mal die rosarote Wolke und ich bin dann gesund. Und solange wie du im Irgendwann bist, was heisst irgendwann? Irgendwann ist halt das Gleiche wie nie. Also irgendwann und nie ist eigentlich das Gleiche. Solange wie du im Irgendwann bist, kannst du gerade so gut sagen, nie. Und nach 10 Jahren irgendwann, ich hatte ein 10-jährige Psychose, in Anführungszeichen, Jubiläum gehabt. Und ich habe gesagt, also Jesus, also ja, so kann es nicht weitergehen. Ich bin seit 10 Jahren am Betten. Ich bin kein Millimeter vorwärts gekommen. Du bist nicht gekommen mit dieser rosaroten Wolke. Ich bin nicht gesund geworden. Ich habe irgendwelche Fortschritte gemacht. Ja, vielleicht kleine Fortschritte. Aber wenn es in diesem Tempo weitergeht, bin ich in 20 Jahren noch in einer Psychose. Ich sage, Jesus, ich muss etwas anderes machen. Irgendetwas muss ich eigentlich machen, etwas falsch. Ich muss etwas anderes machen. Was mache ich falsch? Ich sage, vielleicht muss ich etwas machen. Vielleicht kommt nicht Gott mit der rosaroten Wolke und macht mich gesund. Vielleicht muss ich irgendetwas machen, dass ich gesund werde. Aber wenn ich irgendetwas muss machen, ja was denn? Dann dachte ich, ja, aber wenn ich etwas muss machen, zum gesund werden, dann muss ich doch wissen, was ich muss machen. Dann habe ich gesagt, ach Gott, du musst mir sagen, was ich muss machen, damit ich gesund werde. Du musst mir Weisheit geben. Ich brauche Weisheit. Ich brauche Weisheit, was ich muss machen, damit ich gesund werde. Wenn ich etwas muss machen, wenn ich Gott alles mache. Hey, dann habe ich gesagt, hey Gott, um Himmels Willen, bitte gib mir Weisheit. Bitte gib mir Weisheit, was ich muss machen, dass ich gesund werde. Und von dort weg ist das mein Gebet geworden. Bitte Gott, gib mir Weisheit, was ich muss machen, dass ich gesund werde von dieser Psychose. Und liebe Leute, ich sage euch, das Gebet war das wichtigste Gebet auf meinem Weg zur Gesundheit. Das wichtigste Gebet. Bitte, lieber Gott, gib mir Weisheit, was ich muss machen, damit ich gesund werde. Das war so ein wichtiges Gebet. Ohne Weisheit wäre ich nie, aber gar nie gesund geworden. Ohne Weisheit. Es hat Weisheit gebraucht. Was mache ich denn falsch? Was muss ich denn anders machen? Wieso gehe ich immer wieder auf den Sack? Das hat Weisheit gebraucht, dass Gott mir können sagen, schau, das musst du aufhören. Schau, du musst das anfangen. Das hat Weisheit, ich musste bitten um die Weisheit.
dass Gott mir Weisheit gibt, das muss ich umsetzen und das muss ich aufhören, oder? Und also, jetzt kommen wir zu dieser Weisheit, was Gott mir alles gelehrt hat. Durch das Gebet, du musst, Weisheit muss man erbitten. Das fällt nicht einfach vom Himmel. Sondern um das musst du bitten, dass Gott dir das zeigt, was du musst umsetzen. Also ich sage das jetzt, aber du musst dranbleiben und darum bitten, weil oft ist es eben so, wenn einem jemand etwas sagt, und man hat oftmals Flüche ausgesprochen, ja, die helfen mir alle nicht. Wenn du das oft ausgesprochen hast, dann hilft auch das, was ich dir jetzt sage, nicht. Und da musst du selber hinter den Büchern, die Weisheit, da musst du selber darum bitten. Und es ist jetzt, das ist etwas, was du musst umsetzen. Also das erste Mal auf deinem Weg von der Psychose frei werden, das allererste und das allerwichtigste, du musst einfach im Gebet darum bitten, dass Gott dir die Schritte zeigt, die du machen musst. Das ist das Wichtigste, was du umsetzen musst. Das Gebet um Weisheit. Du musst sagen, Vater, oder wenn du Gott noch nicht kennst, musst du natürlich vielleicht auch, also okay, gehen wir einen Schritt retour, wenn du Gott noch nicht kennst. Nehmen wir an, du hast Psychose und du kannst mit Gott nichts anfangen. Dann ist natürlich ein anderer Schritt dran. Wenn du Gott kennst, ist das Wichtigste Gebet um Weisheit. Wenn du Gott nicht kennst, stellt sich natürlich zuerst mal die Frage, ja, gibt es den überhaupt? Oder wer kann mir überhaupt helfen aus dieser Psychose? Oder? Und da geht es dann eigentlich darum, das zuerst mal erkennen, dass eigentlich Gott schon längstens möchte dir helfen und schon längstens möchte die beste Freund sein. Und halt auch die desillusionierende Erkenntnis, wenn du Gott nicht kennst, dass er der Einzige ist, der dir helfen kann. Also solange du auf einen Psychiater vertraust und auf Medikamente vertraust, dann kannst du warten bis zum Sankt Nimmerleinstag. Also es gibt sicher Leute, die nur mit Hilfe vom Psychiater frei geworden sind, die Leute gibt's. Aber ich sage dir, auch die Leute, auch wenn sie es nicht Gott genannt haben, aber die Leute haben auf seine Stimme gehört und haben das umgesetzt, was seine Stimme gesagt hat und sind auch mit seiner Hilfe frei geworden. Auch die sind nicht ohne Gott frei geworden, aber sie haben es ein bisschen cleverer gemacht. Sie haben einfach auf Gott gehört, obwohl sie es nicht Gott genannt haben und sind so frei geworden. In dem Sinn sage ich dir, kann ohne Gott niemand frei werden, aber Gott liebt natürlich die, die an ihn nicht glauben, genauso. Er hilft auch denen frei werden. Aber auch die werden ohne Gott nicht frei. Und die haben einfach so ein bisschen schleuer gemacht und darum hat der Psychiater ihnen auch vielleicht viel können helfen. Und wir haben natürlich Psychiater in dem Sinn nicht so viel geholfen. Und jetzt, das nächste, also das erste, wo Gott mir beigebracht hat, wenn ich von Psychose muss frei werden, nachdem ich ihn um Weisheit gebeten habe, war, Gott hat mir gesagt, du musst anfangen Danke sagen. Er hat mir gesagt, du musst anfangen Danke sagen für all die Leute, die dir helfen wollen. Du musst anfangen Danke sagen für all die Leute, die dir helfen wollen. Das ist das Erste, was Gott mir gesagt hat. Und ich habe dann zumal nicht verstanden, warum genau das so wichtig ist. Ich habe es dann einfach angefangen. Anfangen Danke sagen für Psychiater. Aber das Problem war, weil ich nicht verstanden habe, warum das so wichtig ist, für die Psychiater Danke sagen, bin ich dann aber oft auch wieder zurückgekippt und habe wieder geschumpfen und geflucht über die Psychiater. Oft habe ich Danke gesagt und dann habe ich wieder eine Verletzung erlebt. Bin ich von einem Psychiater verletzt worden, war gefrustet, dass ich zu diesem Psychiater muss. Und das ist ja oft auch so, wenn man Psychose hat, es ist ja mega Frust, dass man die Krankheit hat. Und aus dem Frust heraus flucht man und schimpft man, oder? Ist ein normaler Prozess, ist eine natürliche Sache. Und ich hatte dann Mühe gehabt mit Danke sagen. Und ich habe es aber auch mal umgesetzt. Und die Zeiten, wo ich es umgesetzt habe, ist es bergauf gegangen. Und ich habe dann oft wieder geflucht und dann ist es wieder bergab gegangen. Und das ist so ein bisschen auf und ab gewesen, aber es ist schon mal mehr Fortschritt gewesen als vorher, oder? Und ich habe dann mit der Zeit herausgefunden, aha, wenn ich Danke sage, geht es bergauf, wenn ich fluche, geht es bergab. Ich habe dann herausgefunden, das ist eine Rebellion, was ich mache. Also ich habe dann eigentlich herausgefunden, was mein Problem ist. Mein Problem ist Rebellion. Das habe ich dann herausgefunden. Und Rebellion heisst, das wollte ich nicht. Oder ich wollte meinen Weg gehen, die sind alle Affen. Das ist Rebellion, oder? Und ich bin ja früher, ich bin so einer gewesen, ein Pönki.
Und beim Pönkertum, das ist natürlich extreme Rebellion. Das heisst ja, die bürgerliche Regierung ist scheiße, alles ist scheiße. Ich gehe meinen Weg, ich bestimme, was durchgeht. Und das ist eigentlich, also was heisst Rebellion? Das heisst, ich lasse mir von niemandem etwas sagen, ich bin der König. Und das ist eigentlich Stolz. Und Rebellion heisst, ich gehe meinen eigenen Weg, ich rebelliere gegen jede Autorität. Mucho gracias. Und da habe ich gemerkt, aha, das ist mein Problem. Und dann habe ich gedacht, ja, dann musst du dich einfach unterordnen. Und das hat dann auch mein Pastor extrem gepusht. Er war einer, der das extrem betont hat. Aber was ich dann zumal noch nicht gewusst habe, ist, dass Rebellion etwas ist, das heilen muss. Und das einfach mit Gewalt abdrücken, erzeugt noch mehr Rebellion. Das habe ich dann zumal nicht gewusst. Und zum Rebellion, zum Freiwerden von der Rebellion, kannst du nicht Rebellion abdrücken und sagen, ich gehorche dem jetzt, der geht 100% schief, der rebellierst noch mehr. Sondern du musst das Gegenteil machen von der Rebellion. Und das Gegenteil von der Rebellion ist nicht gegen die Rebellion rebellieren, sondern das Gegenteil von der Rebellion. Also Rebellion ist eigentlich Unzufriedenheit. Unzufrieden sein mit allem. Und das ist genau das Merkmal von einem Psychotiker. Er ist unzufrieden mit seinem Leben. Wieder, es ist verständlich, es ist ein schreckliches Leben. Man hört Stimmen, es ist ein schreckliches Leben. Es ist logisch, dass man mit dem Leben unzufrieden ist. Aber das ist kein Charakteristikum von einem Psychotiker. Man ist unzufrieden mit so vielem, mit seinem Leben, mit dem Psychiater, mit denen, die einem eigentlich helfen wollen. Man ist unzufrieden, dass man Medikamente nehmen muss. Obwohl die Medikamente ja helfen. Man ist unzufrieden mit dem Job, weil man nur 2 Franken in der Stunde verdient. Man ist mit allem unzufrieden. Und das ist Rebellion. Und das Gegenteil davon ist, man ist dankbar. Und natürlich, wenn das Leben so extrem schwierig ist und dann noch dankbar sein, meine Güte. Aber auch da, wie ist man denn dankbar, wenn das Leben so weh tut? Und da kommen wir zum Nächsten. Also ich habe dann lange Zeit probiert, die Rebellion zu unterdrücken. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht nicht, die Rebellion wird nur noch verreckter. Und dann habe ich gemerkt, habe ich herausgefunden, dass ich dankbar sein muss. Das hat mir Gott am Anfang gesagt. Aber das ist das Gegenmittel gegen die Rebellion, dankbar sein. Und jetzt ist es so, wenn man das Gegenmittel gefunden hat, das Gegenmittel ist wichtig, dass man das nicht nur im Kopf oder im Herz umsetzt. Da kommt dann die nächste Lektion. Die nächste Lektion ist die, dass es nicht auf deine Gedanken, auf dein positive Denken und auf dein Herz ankommt. Klar, auf das kommt es drauf an. Aber das kannst du nicht machen. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Das positive Denken und das positive Herz ist etwas, wo du nur mit dem Herz und mit dem Denken nicht kannst machen. Das ist unmöglich. Du kannst das einen kurzen Moment machen, aber du verlierst es gerade wieder. Und jetzt ist es so, das positive Denken und das positive Fühlen und Handeln, das musst du mit deinen Worten machen. Also, die Bibel sagt, unsere Zunge ist wie ein Steuerrad, wo ein riesiges Schiff in eine bestimmte Richtung lenkt. Und jetzt, wenn du eine Psychose hast, und der Psychiater oder irgendjemand sagt, ja, du musst halt die Medikamente das Leben lang nehmen, oder? Da ist wichtig, dass man den Willen hat. Nein, ich will gesund werden. Und zu dem Willen gehört, dass man so Ausspruch, du musst halt das Leben, die Medikamente nehmen, dass man das nicht akzeptiert. Und das tut verdammt weh und ist ein verdammter Kampf. Aber so Sachen darf man nicht akzeptieren, wenn einer sagt, dann nimmst du halt die Medis ein Leben lang. Ich sage dir, das ist der Teufel höchstpersönlich, der das dir probiert einzureden. Aber du musst die Leute wegen dem nicht verteufeln, natürlich. Aber oft kommen so Sprüche, oder du musst jetzt halt die Medis nehmen. Und das ist ja das, was ein Psychotiker so extrem aggressiv macht. So verdammt aggressiv. Wenn einer sagt, du musst jetzt halt die Medis nehmen. Und wenn er dann sagt, das Leben lang, hey, dann könntest du dem Typ links und rechts fadengerade eins in die Fresse hauen. Als Psychotiker. Und die Leute verstehen die nicht. Ja, was ist denn mit dem los? Ich wollte ihm doch helfen, ich wollte ihm doch Tabletten geben. Wieso wird denn der so verrückt? Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Fluch und Segen. Das ist ganz ein wichtiges Thema.
Was ist ein Fluch und was ist Segen? Und was bedeutet, was haben unsere Worte für eine Bedeutung? Oder? Und jetzt die Bibel sagt, Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Also ob du gesund wirst von deiner Psychose oder ob du die Psychose ein Leben lang hast, das steht in der Macht von deiner Zunge. Ich wiederhole es nochmal. Ob du ein Leben lang die Psychose mit dir rumschleppst oder ob du gesund wirst, das steht in der Macht von deiner Zunge. Und wenn einer über dir ausspricht, ja, du musst halt die Medis ein Leben lang nehmen, auf Deutsch gesagt, du wirst die Psychose ein Leben lang haben, das nennt die Bibel ein Fluch. Also ein Wort, das Tod erzeugt. Und wo dich in ein Gefängnis setzt, dass du die Medis ein Leben lang musst nehmen musst. Und wenn du dem Wort zustimmst, bist du in dem Gefängnis. Dann musst du die Medis ein Leben lang nehmen. Und wenn du dem Wort widersprichst, sagst du, nein, ich werde die Medis nicht müssen ein Leben lang nehmen. Gott wird mich gesund machen. Dann bist du nicht in einem Gefängnis und Gott wird dich irgendwann gesund machen. Genauso wie du es ausgesprochen hast. Und das ist dann ein Segen. Du sprichst, wenn dich jemand verflucht, sprichst du über dir selber ein Segen und sagst, nein, ich werde gesund werden. Und Gott wird mich gesund machen und ich werde die Medis nicht ein Leben lang müssen nehmen. Jetzt ist aber wichtig, wenn jemand über dir einen Fluch ausspricht, dann reicht es nicht, wenn du den Fluch nur auflöst und über dir selber den Segen aussprichst. Das reicht nicht. Weil die Person, der Fluch wird von einer anderen Seite wiederkommen, solange wie du nur dir selber segnest. Wenn Flüche über dir ausgesprochen werden, ist wichtig, dass du das Gegenüber, wo der Fluch ausspricht, Segen über dieser Person aussprichst. Dann wird der Fluch aufhören. Weil die Flüche, das ist eine Macht, für die, die Gott nicht kennen, es ist eine Macht, wo die Leute dazu drängt, die Flüche über dir aussprechen. Es ist eine unsichtbare Macht, sind Mächte, also als Psychotiker kennst du die Macht, kennst du die Stimme. Es sind die Macht, wo die Leute dazu drängen, die Flüche über dir aussprechen, damit du in dem Gefängnis bleibst. Und jetzt, damit die Macht aufhört, schau jetzt, es ist so, vor diesen Macht musst du keine Angst haben. Und die Macht haben so lange keinen Respekt vor dir, bis zu dem Tag, wo du anfängst, die Macht angreifen. Von dem Tag, wo du anfängst, die Macht angreifen, kommen sie Respekt über. So lange, wie sie dir nicht mehr eins können aufs Dach gehen und du dir immer nur wehrst, immer nur eine defensive Haltung einnimmst, so lange haben sie keinen Respekt vor dir. Von dem Tag an, wo du sie fängst angreifen und sagen, was willst du mir erzählen? Und fängst zum Gegenangriff übergehen, kommen die Mächte Respekt über und sie fangen an, dich mit Respekt angreifen und auch dich zum Teil in Ruhe lassen. Weil sie wissen, dass sie nachher ein Zwei auf dem Rücken haben, wenn sie dich angreifen. Und zu deren Autorität musst du heranwachsen, wenn du von der Psychose komplett frei werden willst. Und es ist nicht schwierig, zu deren Autorität heranwachsen. Ich erkläre dir, wie es geht. Also, zuerst einmal geht es um das Thema Fluch und Segen. Jetzt, was hat Jesus zu dem Thema gesagt? Er hat gesagt, segnet die euch fluchen und bittet für die, die euch verfolgen. Und jetzt, wer sind die, die in dem Leben von dir als Psychotiker Flüche aussprechen? Eben genauso Flüche, du musst das Zeug ein Leben lang nehmen. Und du sagst, oder wenn du sagst, nein, ich brauche keine Medis mehr, ich bin gesund. Man macht ja oft so Anläufe, oder? Wo man sagt, so, jetzt setze ich das Zeug ab, ich bin jetzt gesund. Und eben der Segen, den du über sich selber aussprechen, dass man gesund ist und die Medis nicht braucht, aus dem Gefängnis will ausbrechen. Und sofort kommen Leute sagen, nein, hör nicht, spinnst du eigentlich, Medis absetzen, du bist krank, gib es endlich zu, dass du krank bist, nimm es an, dass du krank bist. Und sofort wieder die Flüche über dir aussprechen, sofort wieder bei dir mit Flüchen belegen. Und du kannst nicht ausbrechen aus dem Gefängnis, oder? Und obwohl du es über dich selber aussprichst, dass du geheim bist, es funktioniert nicht. Jesus hat aber gesagt, segnet die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Also, du kannst, wenn du aus dem Fluch ausbrechen willst, nicht bei dir selber stehen bleiben, sondern du musst zum Gegenangriff übergehen. Und was heisst Gegenangriff? Die Menschen, die der Teufel verführen kann, die zu verfluchen, die Menschen musst du einfach segnen.
Und dann wird der Teufel dich in Ruhe lassen. Von dem Moment an wird der Teufel dich nicht mehr angreifen mit Flüchen. Weil er weiss, wenn er dich angreift, verliert er Land. Wenn er dich angreift, fährst du anfangen zu segnen. Und dann verliert der Teufel Land. Sobald du segnest, verliert der Teufel Land und dann greift er ihn nicht mehr an. Weil er weiss, wenn er dich angreift, verliert er. Und wenn er verliert, verliert er Land, verliert er Boden. Und dann wird er dich nicht mehr angreifen. Wenn der Teufel weiss, wenn ich den Simon angreife, verliere ich Boden. Ja, dann wäre er dumm, wenn er mich angreifen würde. Weil er weiss, solange er mich in Ruhe lässt, verliert er keinen Boden, weil ich den nicht segne. Aber sobald er mich angreift und ich sofort fange an zu segnen, wird er mich nicht mehr angreifen. Weil er weiss, der Simon reagiert sofort mit Segnen, wenn ich ihn verfluche. Dann wird er mich nicht mehr verfluchen, damit ich die Leute nicht segne. Oder? Wenn ich zum Gegenangriff übergehe, werden mir die Macht in Ruhe lassen. Also, wenn so Flüche über dich ausgesprochen werden, du musst die Medis ein Leben lang nehmen. Die natürliche Reaktion, wie reagieren wir? Wenn einer sagt, du musst die Medis ein Leben lang nehmen, dann sagen wir, der Psychiater hilft mir nicht, der kommt nicht raus. Das ist die natürliche Reaktion. Also, ich reagiere auf einen Fluch wieder mit einem Fluch. Ich sprich über, der spricht über mir aus, du musst die Medis ein Leben lang nehmen. Und ich sprich über ihm aus, der kommt nicht raus, der hilft mir nicht. Das ist auch ein Fluch. Der kommt nicht raus. Oder wie oft hört man, dass die Psychiater spinnen selber? Das ist ein Fluch. Auf den Psychiater legt. Und ich kenne Psychiater, die Ticks haben und die schon vernünftig sind, aber irgendwo auch einen Tick haben. Auf die Psychiater sind Flüche gelegt worden. Darum haben die Tick. Und wenn du ewig über einen Psychiater aussprichst, der kommt nicht raus. Der Psychiater wird dir nie helfen können, weil er eben nicht rauskommt, weil du das über ihm ausgesprochen hast. Oder? Du hast über ihn ausgesprochen, der kommt nicht raus. Ja, der kommt er nicht raus, wie er dir helfen muss. Und kann er dir nicht helfen, weil er nicht... Der erzählt dir irgendeinen Kabis. Du musst Tabletten nehmen ein Leben lang, weil er eben nicht rauskommt. Weil du ja das über ihn ausgesprochen hast. Oder? Unsere Worte sind sowas von wichtig. Und darum hat ja Gott mir gesagt, du musst einfach Danke sagen. Und zwar für Psychiater. Oder? Und was ich dann zumal nicht geschnallt habe, ich kann dann einfach Danke sagen. Aber was eigentlich damit gemeint ist, ich hätte müssen einfach die Psychiater segnen. Danke Gott, dass du mir einen Psychiater gibst, der spitzenmässig draus kommt, der genau weiss, was mein Problem ist, der göttliche Weisheit hat, der den göttlichen Durchblick hat, wo du ihm Weisheit gibst. Bitte gib meinem Psychiater Weisheit. Hilf meinem Psychiater zu erkennen. Betet für dich, die euch beleidigen. Hilf meinem Psychiater durchblicken, was mein Problem ist. Hilf ihm genau rauszuspüren, aha, der Typ muss dankbar werden. Der Typ muss aufhören zu fluchen, der Typ muss die Leute davon segnen, aber das weisst du ja eigentlich dann selber, aber du musst anfangen, die Psychiater davon segnen. Und dann im Hang herum fängt die Psychiater von dir davon segnen. Und dann kann er dir erst helfen. Solange wie du fluchst über die Psychiater, kann dir die Psychiater gar nicht helfen. Und du profitierst überhaupt nicht von dem Psychiater. Du höselst 14 Jahre zum Psychiater und es nützt überhaupt nichts. Und die Leute, die ohne Gott frei werden, die haben einfach die Lektion gelernt, auch ohne Gott. Die danken für einen Psychiater, die sagen danke für die Medis, danke für meinen Psychiater und setzen das um und werden frei. Und ich war halt so ein dummer Hagel gewesen, mich hat das so frustriert, dass ich Psychose habe und dann noch zu einem ungläubigen Psychiater und habe ich geflucht über die und dann hat es nichts genützt. Es hat nichts genützt. Die ganzen 14 Jahre zum Psychiater, also es hat einen Haufen Geld gekostet und nichts genützt. Anstatt dass ich Danke gesagt habe, dann hat es etwas genützt. Und das war eine Lektion, die ich gelernt habe, auch bei der Arbeit. Wenn du für eine Situation Danke sagst, ist scheisse gleich, ist die schlimmste Situation von deinem Leben, die oberbeschissenste Situation von deinem Leben oder die schönste Situation von deinem Leben. Wenn du Danke sagst, profitierst von dieser Situation und lernst aus dieser Situation, egal wie schlimm und beschissen sie ist. Und wenn du fluchst über die Situation, lernst du nie. Auch wenn es eine schöne Situation ist, wenn es eine beschissene ist, du profitierst nichts von dieser Situation, du kommst keinen Millimeter weiter, solange du fluchst. Das ist etwas, was ich gelernt habe.
Aber du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich höre auf mit Fluchen, weil oft tut es so weh, dann kommt es einfach aus uns raus. Du musst nicht das Ziel haben, aufhören zu fluchen, sondern du musst das Ziel haben, danken und segnen. Das muss dein Ziel sein. Ich fange an von danken und segnen, und zwar für die Leute, die mir helfen wollen. Ich segne die Leute, und was heisst segnen? Segnen heisst positiv über die Leute reden. Danke, lieber Gott, für den wunderbaren Psychiater, der so einen Durchblick hat. Und wenn du negativ eingestellt bist gegenüber dem Psychiater, wirst du das Gefühl, der hat doch keinen Durchblick, das stimmt doch nicht. Jetzt lüge ich das Blau auf meinem Augen, aber das stimmt doch nicht, dass der Durchblick hat. Aber genau das heisst segnen. Man spricht etwas in eine Person ein oder über eine Person aus, wo man das Gefühl hat, das ist doch gar nicht so, das ist doch gar nicht so lieb. Aber das kannst du über diese Person aussprechen, und die Person wird das, die wird so lieb sein mit dir. Wenn du sagst, danke Vater, dass ich einen super Psychiater habe, dass der so lieb ist mit mir und so Durchblick hat, obwohl du das Gefühl hast, das ist das letzte Arschloch. Aber so kannst du die Leute segnen, und plötzlich helfen sie dir. Plötzlich kommst du Hilfe über, und plötzlich weiss der, was dein Problem ist. Kann dir einen guten Rat geben, oder? Das ist wichtig, anfangen segnen und aufhören fluchen. Aber nicht primär aufhören fluchen, sondern primär anfangen segnen. Und zwar die Leute, die dir helfen können. So wirst du von der Rebellion frei. Wenn du die Leute, die dir helfen, anfangen segnen. Und wenn du unter dem Strich das mal nüchtern analysierst, ist es eigentlich völlig selbstverständlich. Aber das Problem ist eben, in einer Psychose sind viele Sachen, die eigentlich normalerweise selbstverständlich sind, dass man dankbar ist fürs Leben, dass man dankbar ist für die Leute, die einem lieben, dass man Danke sagt, für dass man Liebe bekommt, dass man Danke sagt für Hilfe, die man bekommt. Die Sachen sind bei einer Psychose nicht mehr selbstverständlich. Es sind eigentlich selbstverständliche Sachen. Für einen Menschen, der normal gesund ist, sind das ganz selbstverständliche, normale Prozesse, wo er sich nie Gedanken darüber macht, wo er nie darüber analysiert und darüber redet, dass wenn man Liebe überkommt, dass man Danke sagt, dass man dankbar ist dafür. Das sind ganz normale Sachen, und man ist gesund und man studiert gar nicht darüber nach. Und bei einem Psychotiker sind die ganz normalen Prozesse, die ganz normalen Dankbarkeitsprozesse, dass man positiv über die Leute redet, die einem helfen und so, die ganz normalen Abläufe hat der Psychotiker verloren, weil das Leben so verdammt wehtut, oder? Und aus der Psychose rauskommen heisst eigentlich zurückkommen in die ganz normalen, gesunden Prozesse, dass man dankbar ist, für dass man Liebe bekommt, für dass man Hilfe bekommt, dass da jemand da ist, der einen zulässt, dass man über so eine Person nicht fluchen. Oder? Und in der Psychose, weil das Leben wehtut, meint man, man sei das Opfer, und man meint, der muss mir doch jetzt helfen, das Arschloch. Und er hilft mir, obwohl man, und man sieht nicht mehr, dass der sich Zeit nimmt und zulässt und eigentlich einem doch hilft. Und wenn man das nicht mehr sieht, kommt die Hilfe nicht an, dann kommt man die Hilfe nicht über, und dann tut es weh, und man dreht auf dem Selbstmitleidstöpfchen und dreht auf dem Selbstmitleidstöpfchen, oder? Und darum ist ganz wichtig, dass man, um die Flüche durchbrechen, dass man nicht nur sich selber sagt, nein, ich bin gesund, ich brauche die Medis nicht mehr, ich setze die jetzt ab. Das funktioniert 2 Wochen lang, und dann geht es schief, weil sofort die Flüche wieder ausgesprochen werden über einem. Nein, man darf nicht bei sich stehen bleiben, sondern man muss auch sein Umfeld wieder anfangen, so behandeln, wie ein Gesunder würde das Umfeld behandeln, nämlich mit Dankbarkeit und mit Segnen. Du kannst nicht bei dir stehen bleiben, um gesund zu werden, sondern du musst auch einen gesunden Umgang mit deinem Umfeld finden, um gesund zu werden. Weil du bist nicht der einzige Mensch auf dem Planet, und der Heilige Geist kümmert sich nicht nur um dich, der Geist vom Leben, sondern der ist traurig, wenn du die Leute daneben behandelst, und dann geht es dir auch scheiße. So wie du die anderen behandelst, so scheiße geht es dir auch. Und das ist oft, ein Psychotiker merkt das gar nicht, wie oft dass er flucht über Leute. Der merkt das gar nicht, und es tut weh, und dann hat man das Gefühl, ich habe ein Recht, so zu fluchen. Und das ist auf eine Art auch so, aber mit diesen Flüchten kommen alle wieder zurück, oder? Und das Gegenmittel ist Segnen. Das heisst, du musst einfach segnen. Und ganz eine wichtige Komponente vom Segnen ist deine Familie und deine Eltern. Das ist ganz eine wichtige Komponente. Und oft, also bei mir jetzt, ich kann euch aus meinem Leben erzählen, ich habe sowas von den liebsten Eltern von der Welt. Aber der Simon hat es fertiggebracht, undankbar zu sein über die Eltern. Obwohl er die liebsten Eltern hat von der Welt. Ich habe so viel Liebe mitbekommen daheim. Und ich mag mich erinnern, ich habe einmal, als ich in der Klinik gehockt bin, zu Gott gerufen, da hatte ich in der Nacht einen Traum gehabt von meinem Daheim und von meiner Kindergärtnerin. Ich war so verliebt in meine Kindergärtnerin, wir haben den Himmel auf Erden, meine Kindergärtnerin und ich. Und das habe ich geträumt in dieser Psyche.
Ich bin aber nicht rausgekommen, was das selber bedeutet. Aber was Gott mir dort hat wollen zeigen, hat gesagt, du hast so viel Liebe mitbekommen in deinem Leben und du behandelst das so undankbar. Das ist das, was dich krank macht. Du hast so eine Liebe bekommen und bist so unzufrieden. Und du musst das wieder anschauen und einfach Danke sagen für all die Liebe, die du mitbekommen hast von daheim, von deinen Eltern, von deiner Familie, von deiner Kindergärtnerin. Das musst du anschauen und nicht, was alles schiefgelaufen ist, was alles wehtun hat. Das musst du abhökeln, das musst du vergessen. Und damit du es vergessen kannst, musst du wieder von das anschauen, weil all die Liebe, die du bekommen hast, das musst du anschauen. Und es ist oft so im Altersheim. Ich habe später im Altersheim geschafft und da ist es ganz interessant, die alten Leute, die haben es ja schwer, die haben Schmerzen, die können nicht richtig essen, vieles kann man nicht, man hat den ganzen Tag Schmerzen, das ist nicht lustig, das ist brutal, wenn man den ganzen Tag Schmerzen hat. Und dann gibt es, um das können überwinden, gehen sie in die Vergangenheit und erinnern sich an ihre schöne Kindheit, was sie alles Liebes bekommen haben, wie es schön war in ihrer Kindheit, gehen sie das anschauen, um den Schmerz und das Elend von der Gegenwart können vergessen, um dem können vergehen, dem Schicksal. Und als Psychotiker musst du das auch. Damit kannst du den Schmerz und die Not und, das, und die Traurigkeit überwinden, musst du in deiner Vergangenheit Kraft schöpfen. Dort, wo du Kraft schöpfen kannst. Natürlich, viele haben eine schlimme Kindheit gehabt, nicht so wie ich, und haben auch Psychose. Aber vielleicht gibt es auch da Momente, wo du dich daran erinnern aus der Kindheit, wo schöne Momente sind. Gerade mit Leuten, die du Mühe hast, aus deiner Vergangenheit zu vergeben. Also Vergebung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und auch hier bei der Vergebung, viele haben das Gefühl, meine Eltern haben mir alles gesagt. Und wegen meinen Eltern habe ich jetzt Psychose, das habe ich eine Zeit lang auch gemeint. Das Schlimmste, was du denken kannst, dass du wegen deinen Eltern eine Psychose bekommst, das ist der schlimmste Gedanke, der dich absolut in den Abgrund abzieht. Also ich bin sowas von im Abgrund gelandet, wo ich das anfange zu denken. Und dass ich wegen meinen Eltern eine Psychose bekommen habe. Das waren meine schlimmsten Krisenzeiten, in denen ich diesem Gedanken aufgesessen bin. Und da muss man auch wieder anfangen segnen, wenn du mit den Eltern Mühe hast, fang sie an zu segnen, fang an zu danken für deine Eltern, auch wenn es Mühe macht, auch wenn es weh tut, sagst danke Gott für die besten Eltern von der Welt, die du mir gegeben hast, auch wenn es vielleicht so nicht empfindest, aber hey, deine Eltern sind die Einzigen und darum sind sie die Besten. Du kannst keine besseren Eltern haben, weil das sind deine Eltern, also sind sie die besten Eltern von der Welt. Weil die anderen sind nicht deine Eltern, also sind die Eltern, die du bekommst, sind die besten Eltern von der Welt. Das ist nicht gelogen, das ist die Wort. Auch wenn sie vielleicht schrecklich mit dir umgegangen sind, aber es sind die besten von der Welt. Und fangen so an zu reden über deine Eltern, danke für die besten Eltern von der Welt. Ich habe lange Zeit immer das Gefühl gehabt, mein Vater hat nie Zeit gehabt von mir. Ich habe das immer wieder ausgesprochen im Gebet. Das stimmt doch gar nicht. Also nie, das stimmt sowieso nicht. Nie ist ja sowieso gelogen. Er hat vielleicht ab und zu keine Zeit gehabt für mich. Das wäre das Wort, oder? Und Und dann habe ich angefangen, das ändern. Mein Bekenntnis. Ich habe gesagt, danke Vater, dass mein Vater so viel Zeit gehabt hat für mich. Und plötzlich sind mir all die Momente wieder in den Sinn gekommen, wo er Zeit gehabt hat. Vorher sind mir nur die Momente in den Sinn gekommen, wo er keine Zeit gehabt hat. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass unsere Worte, wie ich schon gesagt habe, sind ganz entscheidend. Und auch hier im Vergehen, wenn du deinen Eltern vergeben willst, musst du positiv über deine Eltern reden. Am Anfang hast du das Gefühl, das ist doch gelogen, das stimmt doch gar nicht. Aber plötzlich, wenn du das anfängst aussprechen, kommen dir die Sachen wieder in den Sinn. Und wenn du es nie aussprichst, vergiss es. Dann vergiss es all das Schöne, was du bekommen hast. Du musst es aussprechen, du musst Danke sagen dafür. Danke, dass mein Vater so viel Zeit hatte. Er hat nicht immer Zeit gehabt, natürlich nicht. Aber danke für all die Liebe, die ich bekommen habe. Plötzlich kommt dir wieder in den Sinn, was du alles für Liebe bekommen hast. Oder? Und plötzlich bist du wieder, hey, es ist ja gar nicht so schlimm gewesen. Ich habe doch so viel Liebe bekommen von daheim. Du, wieso jammer ich denn immer? Wieso motze ich denn immer? So schlimm ist es ja gar nicht. Und so heilt dein Herz. Wenn du wieder für die schönen Sachen, die du bekommen hast, einfach Danke sagen. Und wenn du das Gefühl hast, das stimmt doch nicht, ich habe nichts Schönes bekommen, das ist eine Lüge. Du hast Schönes bekommen. Und sobald du für das auch willst, danken, kommst du wieder in den Sinn. Und dann vergiss es andere, Schlimmen. Und der Schmerz geht weg. Du vergiss es das, was schlimm war. Wenn du es nicht mehr aussprichst, wenn du nicht mehr immer emotisch über das, was schlimm war, vergiss es. Und so lange wie das, was schlimm war, immer auf deinen Lippen ist, vergiss es nicht. Und der Schmerz ist immer da. Und du kannst keine Heilung bekommen. Oder? Und dann am Schluss, was auch ganz wichtig ist, wenn du dann anfängst mit Medikamenten reduzieren, also was auch ganz, ganz wichtig ist,
ein Medikament und nicht mehr. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ein Medikament und nicht mehr. Also wenn du eine gewisse Stabilität in der Psychose erreicht hast und den nächsten Schritt auch vom Medikament reduzieren, piano, piano, oder? Und nicht, bei dem ist ganz wichtig, du hast ein Medikament, bei dem Medikament, mit dem schaffst. Und wenn dann ein Arzt kommt und dann noch ein zweites Medikament aufschwätzen will, alles, aber ja nicht das. Weil schon nur von einem Medikament wegkommen, ist ein Riesenbütz. Wenn du zwei Medikamente hast, von zwei Medikamenten wegkommen, ist zweimal ein Riesenbütz. Also ein Medikament, und das hat Nebenwirkungen, und die Nebenwirkungen sind Oberscheisse, und das Leben ist eine Katastrophe mit diesen Nebenwirkungen. Also ich hatte Zyprexa, ich war konstant müde, ich habe im Altersheim gearbeitet, ich musste am 8. dort stehen, mit 10 Milligramm, ich weiss nicht, 7,5 oder 10 Milligramm Zyprexa, am 8. anfangen zu arbeiten. Jemand, der Zyprexa kennt, der weiss, wie mühsam das ist, am Morgen überhaupt schon nur zum Nest auskommen. Mit 10 Milligramm am 8. müssen dort stehen und am Abend um 5 Uhr Feuer oben kam, das haben mit, nein, ich glaube nicht mit 10 Milligramm, mit 7,5. Ich sage euch, das Arbeiten, das war Folter. Das ist Folter. Ich habe auf die Mods begonnen und gesagt, das ist Folter, was ich hier machen muss. Und mit so viel Medis 8 Stunden arbeiten. Und ich kippe fast vom Stängel, ich würde am liebsten schlafen, aber ich habe keine Chance, ich muss arbeiten und da gibt es keine Diskussion. Das war Folter gewesen. Und dann noch zwei Medis. Ich sage dir, bleib bei einem Medi und wenn du halt müde bist und halt das 10 Jahre musst durchbeissen, dann halt den Gottes Namen. Aber dann musst du fighten. Und, aber ja nicht ein zweites Medi. Wenn du meinst, wenn ich dann ein zweites Medi habe, habe ich dann die Nebenwirkungen nicht mehr und die Nebenwirkungen, dann hast du dann geschissen. Wenn du zwei Medis hast und dann nochmal eine Nebenwirkung und dann musst du das noch loswerden und das sollst du dann wieder loswerden, es wird immer wie verreckter. Ich kenne Leute, die haben 6 Medis. Dann gibt es keine Hoffnung mehr. Also ein Medis und bitte nicht mehr. Und wenn du einen Psychiater hast, der noch ein zweites aufschwätzt, dann sofort den Psychiater wechseln. Sofort. Oder einfach auf die Hinterbeine stehen und sagen, fertig mit mir, nicht so spielen. Also ich habe, ein Psychiater hat das wollen machen, ich hatte Zyprexa. Und ich bin natürlich immer, ich war steinmüde gewesen, am 11 Uhr am Morgen anfangen zum Nesten auszukommen. Und ich hatte einen Halbtagsjob gehabt, am 1 am Nachmittag arbeiten, bis um 6 Uhr zu oben, weil ich halt schon etwas erreichen wollte. Ich habe halt einfach zu oben länger geschafft. Und dann um 10 Uhr zu oben habe ich das Tablett genommen, bin völlig flach gelegen und bin ins Nest und dann um 11 Uhr am Morgen wieder aufgestanden. Und so war mein Leben gewesen. Und ich konnte kein Gebetsleben mehr können führen, weil ich immer so hundemüde war. Gut, wenn man Halbtag schafft, geht es noch rein. Dann konnte ich am Morgen habe ich einmal können, doch eine Viertelstunde oder so Bibel lesen und beten, das ist gegangen. Aber dort, wo ich mal geschafft habe, ich habe es nicht mehr geschafft. Ich bin jetzt oben so steinmüde, ich bin heimgekommen. Hallo Jesus, da bin ich nach 10 Minuten, bin ich eingepennt. So steinmüde bin ich gewesen, hey, völlig vom Stängel gekippt und 8 Stunden geschafft jeden Tag, das war Folter gewesen. Auf jeden Fall, aber ich habe dann, hat der Psychiater gesagt, nimm doch noch so ein Billify dazu, dann bist du wieder wacher. Und ich habe gesagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, dann kann ich wieder beten und so. Aber ich habe gesagt, aber ich bete zuerst noch drüber. Bin ich heimgegangen, habe Jesus gefragt, soll ich das ein Billify noch nehmen? Dann sagt Jesus mir, ja nicht nimmst du das ein Billify. Das machst du mir, ja nicht, hat Jesus zu mir gesagt. Jesus, aber jetzt bist du aber heftig. Ja nicht. Nein, was passiert, wenn ich das nehme? Dann hast du zwei Medis. Dann hast du zwei Entzüge am Schluss. Schon nur ein Entzug ist heftig. Das geht Jahre, bis du von diesen Tabletten weg bist. Wenn du zwei Medis hast, hast du zwei Entzüge. Dann hat Jesus gesagt, ja nicht nimmst du zwei Medis. Ah, Jesus, so ist das. Ich muss kämpfen, dass ich schon nur von dem einen Tabletten frei bin. Und der wollte mir da schön einlullen, ja, dann kannst du wieder beten und blablabla. Und Jesus hat gesagt, ja, nicht machst du das. Okay, Jesus, machen wir nicht. Und der Psychiater, ja, wieso wollen Sie das nicht? Mal, nehmen Sie doch das. Und ich, nein, fertig, machen wir nicht, keine Diskussion.
Hey, der Psychiater hat mir das aufschnurren. Ich habe gesagt, fertig, nicht mit mir, da bin ich halt müde, kann ich halt nicht so viel beten, aber ich wollte den Entzug machen, ich wollte von dem Tablettchen wegkommen, ich wollte von dem Zeug weg. Ich habe 14 Jahre müssen auf die hintersten Beine stehen, dass ich von dem Tablettchen weg wollte. Und was weiß ich, wer alles hat mir Tablettchen aufschnurren und nimm sie ein Leben, du musst sie ein Leben lang nehmen und bla bla bla. Bla. Ich habe 14 Jahre müssen bei Hinz und Kunz auf die Hinterbeine stehen und ich werde frei von diesen Tablettchen und Gott macht mich gesund. Und ich nehme nicht noch mehr Tabletten, meine Güte, was ich alles musste kämpfen. Aber ich habe genauso kämpfen, weil ich eben die Leute nachher verflucht habe. Weil ich nachher geschumpft habe über die Leute, die mir Tabletten aufschnurren wollten. Anstatt dass ich sie gesegnet habe und gesagt habe, du wirst nie Tabletten brauchen, du wirst immer gesund sein, dank Gott, dass das so ist, dass du nie wirst Tabletten brauchen und nie den Scheissdreck, den ich durchmachen muss, wirst müssen. Machen. Gott segne dich, dass du den Scheissdreck nie erleben musst. Und dann wäre es viel einfacher gewesen. Dann hätte ich nie im Leben so viel Widerstand gehabt, gegen Tablettchen aufhören. Aber weil ich immer geflucht habe über die Leute, die mir wollen Tablettchen aufschnurren, haben sie mir immer wieder aufschnurren. Oder? Dann hat der Teufel Macht gehabt. Aber wenn ich die Leute gesegnet habe, du bist gesund, du wirst immer gesund gewesen, der Herr segne dich mit Gesundheit, dann hat der Teufel schnell aufgehört, mit mir wollen mit Tablettchen vollschnurren. Oder? Aber das habe ich dann nicht gewusst, oder? Auf jeden Fall, eben so müssen wir reagieren, wenn so Flüche kommen. Jetzt nimm doch die Tablettchen, nimm doch noch ein zweites Tablettchen. Und eben die natürliche Reaktion auf so Flüche, oder auf so, dass die Leute einen in ein Gefängnis stecken, ist dann eben, dass man flucht über die Leute. Und das dürfen wir eben nicht machen. Wir müssen die Leute segnen, die uns in ein Gefängnis stecken, die uns noch mehr Bürden auflasten wollen. Die Leute, genau die Leute müssen wir segnen. Und dann hört das eben auf, dass immer mehr Bürden aufgelastet werden. Und ja, und dann das Nächste war, ich konnte dann anfangen mit Tablettchen reduzieren. Das habe ich am Anfang ganz lange, nein, ich habe es zwar relativ rassig gemacht am Anfang, dann habe ich glaube ich in 5 Schritten reduziert, ich habe glaube ich 15 am Anfang. Und ich habe natürlich auch, was auch wichtig ist, wenn du anfängst, Tablettchen reduzieren, ist ganz wichtig, dass du eine Kirche hinter dir hast, die für dich betet. Weil da ist Gebet wichtig, das ist also in der Schweiz auf jeden Fall, in der Schweiz. Ist die Macht von der Depression, da gibt es verschiedene Städte und in jeder Stadt ist wieder anders. Und ich habe in Basel gewohnt. In Basel ist der Geist von der Depression so stark. Und Basel ist ja Chemie, die ganze chemische Industrie und darum sind die Tablettengeister in Basel auch so stark. Bern zum Beispiel oder Thun ist viel einfacher. Also, wenn du mal eine gewisse Stabilität erreicht hast, hast du vielleicht einen Job, einen geschützten Arbeitsplatz, dann überleg dir, okay, ich will gesund werden. Das heisst, ich suche mir eine Stadt oder einen Ort oder auch ein Land, wo es möglichst einfach ist, um möglichst schnell gesund zu werden. Das ist eine wichtige strategische Entscheidung. Wo wohne ich? Das ist fast die wichtigste strategische Entscheidung zum gesund werden. Wenn du dich entscheidest, in einer Stadt zu bleiben, wo es verdammt schwierig ist, von Psychose frei werden, wirst du 10 Jahre lang länger kämpfen, zum frei. Du kannst frei werden, aber es ist 10 Jahre lang mühsamer. Du wirst 10 Jahre länger kämpfen, als wenn du in ein Land und in eine Stadt gehst, wo es viel einfacher ist. Und das ist ein wichtiger, wichtiger, lebensentscheidender Entscheid. Also es ist dein Leben. Du entscheidest, ob du 10 Jahre länger Psychose hast oder 10 Jahre weniger, das entscheidest du. Und du musst strategische Entscheidungen treffen, wo, in welcher Stadt spüre ich mehr Licht und weniger Depression und in welcher Stadt spüre ich mehr Depression. Und das kann auch, was ich sage dir jetzt, die Schweiz ist Psychose-Weltmeister, aber in der Schweiz ist viel Nächstenliebe. Wenn du zum Beispiel auf Deutschland gehst, in Deutschland ist viel Hass. In Frankreich auch. Also ich spüre so Sachen. Viele Leute, die Psychose haben, sind auch sehr sensible Leute, die Sachen extrem spüren. Wenn ich über Grenzen gehe nach Deutschland, spüre ich sofort den Hass. Du, was ist da los? Da ist viel weniger Liebe als in der Schweiz. Auch wenn du Frankreich übergehst, spürst du den ganzen Islam, die radikalen Moslems, das spürt man alles in der Luft. Wenn du in die Schweiz zurückkommst, da ist eine Liebe, da sind die Leute lieb miteinander, da ist jeder freundlich. Oh, aber da ist Geld. Da spürt man das Geld in der Schweiz. Aber das ist nicht so ein penetrantes Gefühl, es ist eigentlich auch ein angenehmes Gefühl. Es gibt auch Sicherheitsgeld, aber doch, man spürt doch, da ist irgendwie so ein bisschen ein Stutzgeist. Das spürst du in der Schweiz. Und ich bin ja mal 2 Wochen auf Leipzig.
Und das ist ja Deutschland, das ist ehemalige DDR. Und ich bin dort in so einem Zentrum für psychisch Kranke, das mal besuchen. Hey, ich sage euch, da hat es Bilder an der Wand gehabt, alles schwarz und tote Köpfe. Und ich dachte, hey, das gibt's nicht. Haben die überhaupt gesund werden? So düstere Bilder gefunden. Was wollen die, wenn die überhaupt gesund werden? Hey, ich bin erschrocken und dachte, so eine Finsternis. Und ich habe auch Punkis angetroffen dort, oder? Ich war früher auch Punki. Hey, die sind dann heftig drauf gewesen, du. Ich möchte in der Schweiz, ein Punki, das ist ein lieber Sieg, oder? Alle sind, ich möchte in der Schweiz, alle sind lieb, die Punki sind lieb und Christen sind ein bisschen lieb. Und dann bin ich dort in Leipzig in ein Gebetshaus. Und dort haben sie gebetet. Hey, nein, ich war voll auf dem Grill in diesem Gebetssaal. Da war so ein Feuer von Gott in diesem Gebetssaal. Du, hey, ich habe von schwitzen und machen. Und ich dachte, was ist denn da los? Bin ich auf dem Grill beim lieben Gott? Da hat es alles durchgebrannt und durchgeputzt, alles Böse nicht mehr drin. Ich dachte, also das habe ich in der Schweiz denn noch nie erlebt. Ja? Und dann habe ich gemerkt, in Deutschland, das ist krass. Die Gegensätze, die sind extrem. Die Finsternis ist extrem, die Punkis, die Psychotiker, die sind dann finster in Deutschland. Aber das Licht, hey, wenn Christen betet, hey, du, dann hat es dich gerade durchgeputzt. Habe ich gemerkt, und in der Schweiz sind alle schön lieb, schön brav, Christen sind schön lieb, aber sind auch ein bisschen daneben, sind manchmal auch böse. Und Punkis sind lieb. Und in Deutschland, Christen, die sind dann heilig. Und Punkis, die sind dann heftig. Und von dem her ist ganz wichtig, wo du lebst und wo du wohnst, wenn du Psychose hast. Und du musst dir einen Ort suchen, wo es am möglichst einfach ist, von dieser Psychose wegzukommen, wo du dein Leben verbringst. Und wenn du dann mal gesund bist, kannst du dann immer noch wieder in einen schwierigen Ort zügeln. Aber zuerst willst du ja gesund werden, das ist ja dein Ziel. Und ich habe das natürlich dann so mal nicht gewusst. Ich bin ewig in Basel geblieben, bin nie von Basel weg. Aber ich konnte auch in Basel ein bisschen Medis reduzieren. Also wenn ich dir einen Tipp geben darf, Thun oder Bern. Wobei, das kann individuell sein, ich weiss nicht, gell? Ich kenne eine Frau, die in Bern Psychose nicht bekommen hat, weil sie von daheim weg war und weil sie alle gecancelt haben. Also, das kann sein, dass das für dich anders ist. Aber ich würde, wenn ich jetzt noch in der Schweiz wäre, ich würde auf Thun runterzügeln. Weil in Thun habe ich wie gespürt, da ist ein offener Himmel. Da sind die Leute sowas von freundlich. Es ist wie ein Dorf. Es hat einen schönen See. Die Natur ist schön. Und man spürt, da ist Himmel. Und in Basel sind die Leute sowas von traurig. Und da spürst du, jeder ist traurig und deprimiert und gefrustet. Es ist natürlich auch eine Grossstadt, gell? Es ist grösser als Thun. Und da ist es schwierig, von dem Zeug wegzukommen. Und das ist eine wichtige strategische Entscheidung. Wenn du einen Job hast, kannst du von dem Job vielleicht nicht weg. Aber selbst wenn du einen Job hast, du kannst auch. Also, eine ganz wichtige Lektion bei Psychose ist Vision und Rückschläge. Das kommen wir aber später dazu. Aber nur so viel jetzt, wenn du einen Job hast. Wenn du Psychose hast, ist immer wichtig, dass du abgesichert bist. Das heisst, wenn du den Job wechseln oder auch wenn du eine Kirche wechseln willst, wenn du merkst, die Kirche, die helfen mir nicht mehr weiter, ich komme da nicht weiter in dieser Kirche, die haben das Gefühl, ich bin ein Deppeli oder ich bin ein Idiotli, mit dem kommt, das ist ein Bubi, den muss man immer beten führen. So eine Kirche muss weg. Oder dann gehst du lieber in eine andere Kirche. Aber wenn der Kirche wechselst, ist es wichtig, dass du deiner alten Kirche im Frieden verbleibst und sie durchsegnen und nicht schimpfst über sie und nicht verrückt bist auf sie. Das ist wichtig. Aber eine Kirche, die nicht an dich glaubt, ist wichtig, dass du eine Kirche hast, die an dich glaubt. Das ist wichtig. Und auch mit dem Job. Es ist wichtig, dass du nicht ewig rumtingelst und ewig einen anderen Job suchst und nie auf einen grünen Zweig kommst. Das ist auch wichtig. Aber natürlich, ein normaler, gesunder Mensch, der macht eine Karriere, der will in der Autorität wachsen, der will Sachen lernen, der macht Zusatzausbildungen und. Und da ist wichtig, dass du als Psychotiker auch wieder in diesen Prozess kannst finden, aber es ist schwierig. Also ich habe ja am Schluss in einem Altersheim geschafft und habe in diesem Beruf, ich habe es nur bis zum Pflegehelfer geschafft. Das sind 3 Monate Kurs und dann habe ich im Altersheim, offiziell kann ich in einem Altersheim arbeiten, habe den Beruf gelernt. Und das ist dann ein Prozess, den man als normaler, gesunder Mensch macht. Man lernt den Beruf und schafft auf den Beruf, oder? Und da muss man wieder zurückfinden, aber das ist dann heftig, kann heftig sein, oder? Da,
da habe ich mich extrem verhalten, damit ich das erreichen konnte. Aber das ist wichtig, dass man wieder einen Beruf lernt, und zwar einen normalen Beruf und nicht einen geschützten Arbeitsplatz. In diesen Prozess muss man auch wieder zurückfinden. Und manchmal hat man ja vorher schon einen Beruf gelernt, dann kann man vielleicht auch auf dem Beruf bleiben. Muss nicht einen anderen Beruf noch zusätzlich lernen, weil mit einer Psychose noch eine Ausbildung machen, das ist, da musst du eine Kirche hinter dir haben, die betet für dich, sonst wird es heftig. Das war bei mir so, ich hatte eine Kirche hinter dir, die betet hat. Es war schon mal heftig in dem Alter, wie wir nicht zusammengeschissen haben und. Aber ich habe es durchgezogen und ich habe es geschafft. Oder? Aber ich bin x-mal Haarscharf vor dem Rausschmiss gestanden in dem Altersheim. Aber da hat es Willen gebraucht, ich musste dranbleiben und dranbleiben, und Gott war mit mir gewesen. Solange wie ich gesagt habe, und das ziehen wir durch, hat Gott gesagt, also das ziehen wir durch, und es ist gut gekommen. Aber ich bin oftmals Haarscharf vor dem Rausschmiss gestanden, oftmals. Und das war eine schwierige Zeit gewesen, da hat es unbedingt eine Gemeinde hinter dran gebraucht, die gebetet hat. Damit ich nicht rausfliege aus dem Altersheim. Aber bevor wir den Schritt geht, wieder ins Berufsleben Fuß zu fassen, kommen eigentlich die Zeit, wo man anfängt mit Medis zu reduzieren. Und ist schwierig, da ist wichtig, dass man weiss, wenn man den Weg anfängt, Medis zu reduzieren, ist wichtig, zuerst einmal das mit dem Psychiater besprechen, sage ich, will Medis reduzieren. Also oftmals kommt zuerst der Punkt, wo man sagt, so fertig, Medis, ich setze alles ab. Dass die Erfahrung machen viele, habe ich auch so gemacht. Und dann geht man elend auf den Sack. Und dann merkt man, nein, das geht so nicht. Aber das heisst nicht, dass man nicht Medis reduzieren soll. Und das ist am Anfang wichtig, dass man es mit dem Psychiater zusammen bespricht. Sagt, lieber Psychiater, ich würde gerne Schritt für Schritt, sagen wir alle zwei Monate, ein Achtel reduzieren. Und dann sagt der Psychiater, wenn er sagt, nein, das geht nicht, das können Sie nicht, so ein Psychiater muss sofort abhauen, weil der spricht ja schon den Fluch über dich raus, und dann geht es ja nicht. Du musst einen Psychiater haben, der an das glaubt, dass du das kannst, und dann kannst du es, weil der Psychiater das über dich ausspricht. Du kannst es auch selber über dich aussprechen, aber es ist besser, wenn es zwei über dich aussprechen, oder? Und der Psychiater ist der, der die geistliche Autorität hat, dir die Medis zu verschreiben, oder? Wenn der etwas ausspricht, dann hat das Kraft. Und und es ist aber, wenn der Psychiater aber etwas Negatives ausspricht, kannst du das immer als Kreuz geben. Negative Flüche kann man immer als Kreuz geben. Ich kann sagen, Jesus, du bist für das gestorben, dass der Psychiater das gesagt hat, ich kann das nicht. Man kann es als Kreuz geben, kann den Fluch brechen, und dann kann man eigene Worte entgegenheben, das geht nicht. Das kann er gerade jetzt sagen, das kannst du vergessen. Wenn der Psychiater sagt, du kannst das nicht, und dann sagen, doch, ich kann das, das wird nicht funktionieren. Weil das ist Wort vom Psychiater gegen dein Wort, und du stehst unter der Autorität vom Psychiater, das geht nicht. Weil der Psychiater hat Autorität über dich, dem sein Wort ist stärker als deins. Aber wenn du gegen einen Fluch willst, etwas entgegen haben, da gibt es etwas, was immer stärker ist, und das ist das Wort Gottes, die Bibel. Das Wort aus dem Wort Gottes, ich erkläre jetzt warum, hat immer Macht und Autorität, immer mehr als alles andere. Ich muss euch erklären, warum das so ist. Machen wir zuerst ein Beispiel. Jesus ist in der Wüste gehockt, hat 40 Tage nicht gegessen, und nicht irgendein Dämonli, wo irgendeine Stimme, wo ihn da belästigt hat, sondern der Satan persönlich ist vor Jesus hergestanden. Also nicht irgendein Dämon und eine Stimme, die dich den ganzen Tag belästigt, sondern der Satan persönlich steht vor Jesus her und sagt, mach doch aus dem Stein Brot, dann hast du zu essen, nicht die ganze Welt zu essen, oder? Und jetzt bei einem Psychotiker die normale Reaktion, wenn so ein Dämonli ihn belästigt, Jesus, Gott, hilf mir denn mal, löse mich von deinen Stimmen und bitte hilf mir, oder? Das ist die normale Reaktion, oder? Und jetzt schauen wir mal, wie hat Jesus reagiert. Also es ist nicht irgendein Dämon, das war der Satan persönlich, der da gestanden ist. Hat Jesus gesagt, Vater, du Satan, steht da, hilf mir bitte, beschütze mich bitte, Vater, hilf mir. Entschuldigung, Jesus hat nicht so reagiert. Und wie hat denn Jesus reagiert? Also die nächste Stufe wäre ja dann, der Forsch mit diesen Stimmen auf reden. So, jetzt lass mich in Ruhe, hau ab, oder? Und die Stimme lacht aus und sagt, nein, hau nicht ab. Und du, doch, jetzt gehst du. Und dann, nein, ich gehe nicht, oder?
Und hat Jesus gesagt, so Teufel, in Jesus, du verreisest jetzt hinweg von mir, oder? Nein, Jesus hat nicht diskutiert. Er hat nicht gesagt, du musst jetzt gehen und du gehst jetzt, es schießt mich an, dass du da bist, du gehst jetzt. Jesus hat nicht diskutiert mit dem Satan. Oder er hat gesagt, du bist ein Lügner, ich muss da nicht aus dem Stein Brot machen, du lügst mich an. Jesus hat nicht diskutiert. Was hat Jesus gemacht? Jesus ist steinkool geblieben. Steinkool. Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und der Titel. Mist. Mist. Jetzt kommt man den mit dem Wort Gottes. Mist. Jetzt haben ihn wollen packen. Jetzt haben ihn wollen verarschen. Jetzt haben ihn wollen weiss machen. Er könnte aus diesen Steinen Brot machen und dann sind er lieber sich und dann hat niemand mehr Hunger. Jetzt kommt man den mit dem Wort Gottes. Jetzt kann ich nichts machen. Und das hat Jesus haargenau gewusst, dass der Teufel nichts machen kann. Und der Teufel hat es auch haargenau gewusst. Und wieso ist das so? Wieso? Liebe Leute, wieso hat Jesus so reagiert? Wieso hat Jesus können steinkool bleiben? Steinkool, der hat keine Angst gehabt, der hat sich nicht aufgeregt, der ist nicht in Panik verfallen, hat nicht zu Gott geschrien, hat nicht, sich nicht geärgert und zum Teufel gesagt, verreiss. Er ist steinkool geblieben. Und er hat gesagt, es steht geschrieben. Und der Teufel... Und hat müssen gehen, nach dreimal. Und beim zweiten Mal wieder genau das gleiche Spiel. Der Teufel kommt von dem Tempel oben runter und zeigt allen, was für eine super Schau du kannst abziehen mit deinen Wunderkräften. Und Jesus, es steht geschrieben, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Und der Teufel, schon wieder. Jetzt kann ich schon wieder nichts machen. Und dann beim dritten Mal fall vor mir nieder und ich gebe dir alle Reiche von der ganzen Welt. Und Jesus sagt, es steht geschrieben. Du sollst Gott deinen Herrn anbeten und so niemand. Und jetzt verreist Teufel, jetzt musst du gehen. Jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt gehen. Und dann hat er Autorität gehabt und der Teufel musste gehen. Und das ist ganz wichtig und ganz interessant, wie Jesus da auf einen Angriff reagiert. Und das ist wichtig, ich erzähle euch das, weil wenn du fährst an von Medis reduzieren, kommen Angriffe. Der Teufel wird Land nicht einfach so preisgeben. Und zwar ist es so, du fährst an von Medis reduzieren und dann kommt uns der Mönchen und sagt, ja, reduzier du nur, schau, in 4 Monaten komme ich wieder vorbei. Und dann greife ich dich an. Du kannst schon reduzieren, aber in 4 Monaten ist Weihnachten oder Halloween oder Ostern und dann machen Satanisten irgendwelche Spiele in der Stadt und Christen beten nicht. Und dann habe ich Macht und dann greife ich dich an und dann komme ich vorbei und dann mache ich dich fertig. Und dann musst du mit diesen Tabletten wieder ans genau gleiche Niveau, wie du vorher gewesen bist. Und du hockst da und, nein, das stimmt nicht. Nein, ich tue die Medis reduzieren, ich reduziere jetzt, oder? Und dann machst du das, reduzierst und hast mega Freude. Hey, ich kann wieder beten. Ich habe wieder mehr, ich bin wieder wächer. Hey, ich spüre mich wieder. Ich habe weniger Medis. Ich spüre mich wieder. Bist mega happy, oder? Bist mega, hast mega Hoffnung auch, dass das jetzt geht. Und Hoffnung ist etwas ganz Wichtiges. Und die Bibel sagt, Hoffnung, die sich hinzieht, macht das Herz krank. Und darum weiss der Teufel genau, dass er deine Hoffnung schon stehen lassen kann. Solange er die Kraft hat, die wieder zunichte machen, kann er dein Herz genauso krank machen. Du kannst Hoffnung haben, das funktioniert 4 Monate lang. Solange der Teufel fähig ist, dir nach 4 Monaten wieder zurückzutreiben, das Land dir wieder wegzunehmen, wo in diesen 4 Monaten eingenommen ist, ist dem das scheissen gleich, ob du Land einnimmst oder nicht. Und darum, wenn du in dem Moment, wo du anfängst, Medis reduzieren, brauchst du eine Waffe, um dich zu verteidigen gegen so Angriff. Und da musst du geistliche Kampfführung lernen. Das ist wichtig. Um das kommst du nicht drum herum. Das ist nicht schwierig, das zu lernen. Das ist nicht eine schwierige Sache. Das kann man schnell lernen. Und sobald du das gelernt hast, hast du die Oberhand und nicht die Dämonen. Und das ist auch ein toller Moment, wo du erlebst, jetzt habe ich den Sieg. Jetzt habe ich den Sieg. Jetzt werde ich gesund. Das ist gar, ich sage euch, das ist der tollste Moment in meiner Psychose. Und ich dachte, jetzt habe ich den Sieg. Jetzt ist es eine Frage der Zeit, bis ich gesund bin.
jetzt habe ich es im Sack, jetzt habe ich den Sieg, jetzt haben sie Respekt vor mir, die Dämonen. Jetzt haben sie Respekt vor mir. Jetzt haben sie Respekt vor mir und nicht mehr ich scheisse in die Hose vor ihnen. Jetzt ist der Spiess auf die andere Seite. Jetzt habe ich das. Jetzt ist es noch eine Frage von der Zeit, bis ich mit meinen Medis auf Null bin. Sag ich, das ist der tollste Moment gewesen, einer von der tollsten Momente von meinem Leben. Und das ist der Moment, wo du entdeckst, was für eine Kraft das Wort Gottes hat und was für eine Autorität. Und auch du, was für eine Kraft du und was für eine Autorität du durch das Wort hast. Nicht du. Du hast die Kraft nicht. Du hast die Autorität nicht. Aber das Wort Gottes in deinem Maul hat die genau gleiche Autorität, die Jesus hatte in der Wüste. Genau die Autorität hat das Wort Gottes auch heute. Und das Wort in deinem Maul hat genau die gleiche Autorität, wie Jesus in dieser Wüste gegenüber Satan hatte. Und wenn du diese Lektion gelernt hast, dann ist es nur noch eine Frage von der Zeit, bis du gesund bist. Weil dann können die Dämonen noch von Respekt haben vor dir. Und das ist eine wichtige, also ich habe ja vorher angefangen, Medis zu reduzieren, aber es ist ein hoher Kampf gewesen, die Medis zu reduzieren. Aber von dem Moment an, wo ich die Autorität vom Wort Gottes verstanden habe, ist es nicht mehr ein schwieriger Kampf gewesen. Das ist ein einfacher Kampf geworden. Und der Teufel hat regelmässig ein Zwei am Rücken gehabt, wenn er mich angreifen wollte. Er ist regelmässig mit einem Zwei am Rücken davon gehöselt. Und ich habe ihn ausgelacht. Ich habe die Dämonen angefangen auslachen. Und das hat so gut getan. Nach 14 Jahren kann ich die Geister, die mich belästigt haben, die mit ihren Stimmen gekommen sind, heute lache ich dich aus. Du hast mich 14 Jahre fertig gemacht. Jetzt lache ich dich aus. Jetzt mache ich dich fertig mit dem Wort Gottes. Wenn du meinst, du könntest mich angreifen. Und so gehe ich heute mit diesen Typen um. Heute lache ich sie aus. Und sobald sie angreifen wollen, wird der Psalm 37 Führer amüsiert und auf die Dämonen eintröscht mit dem Psalm 37, dass denen grün und blau wird um die Ohren. Und die gehen die verreisen schnell. Die haben Respekt, die verreisen schnell, wenn ich mit dem Psalm 37 auf die eindrösche. Die verreisen in 10 Minuten. Also, ich habe das dann, okay, eben zuerst habe ich angefangen, Medis reduzieren. Und dann ist es immer so gewesen, eben Halloween war immer eine schwierige Zeit gewesen, Weihnachten, Ostern, dort hast du immer Krise gehabt. Und ich hatte ja einen Job gehabt, im Altersheim, da habe ich immer zwei Nächte nicht können schlafen, Sorgen, Angst und Panik und Zeug. Und ich habe gefeitet, ich habe nicht mit den Medis suchen, ich wollte so feiten, ich wollte das ohne Medis durchziehen, weil ich wusste, dann verliere ich alles wieder. Bin ich wieder am gleichen Punkt, bin wieder so saumüde, kann wieder nicht arbeiten und... Ich habe gefeitet, dass ich mit diesen Medis nicht tun muss. Ich habe geschraubt, so Gott, hilf mir, er hat nicht geholfen. Ich habe mit den Medis immer wieder ruhen müssen und dann wieder einen Kampf abbauen. Und es ist immer ein Vorwärts und wieder rückwärts und vorwärts und wieder rückwärts, das Medi reduziere. Ich habe schon Fortschritte gemacht, aber ganz langsam. Es war ein hoher Kampf gewesen. Bis zu einem Tag, wo ich dann mal wirklich zwei Nächte nicht geschlafen habe und ich habe gewusst, wenn ich vier Nächte nicht schlafe, dann schickt mir meine Chefin heim, weil ich steinmüde bin und fast nicht arbeiten kann. Sagt sie, gang heim, gang dich erholen. Dann hocke ich daheim und habe Panik, dass ich die Stelle verliere im Altersheim, oder? Hey, meinst du, ich könnte schlafen oder so? Dann habe ich Panik, steigere mich noch mehr. Die Panik muss in die Klinik. Wenn ich weine, komme ich nach vier Wochen aus der Klinik wieder raus und wenn ich Pech habe, habe ich dann die Stelle nicht mehr. Wenn ich Glück habe, lässt mich meine Chefin wieder arbeiten, wenn ich Pech habe, nicht. Oder? Und ich habe gefeitet, ich habe zu Gott geschrien, zwei Jahre lang nach dem Arbeiten bin ich in Nestelkuh zu Gott geschrien, hilf mir und so. Nach zwei Jahren sage ich zu Gott, hey Gott, dass ich meine Knie geschlottert, die Panik und so. Dann habe gesagt, hey Gott, ich habe gar keinen Glauben, dass du hilfst. Ich glaube ja gar nicht, dass du hilfst. Mein Herz sagt, komm, der hilft doch sowieso nicht. Ich schreie da und wenn er hilft, dann vielleicht, wenn ich aus der Psyche wieder rauskomme, dann hilft er dann vielleicht. Und wenn ich Glück habe, kann ich die Stelle behalten, oder? Ich sage, Gott, was soll der Scheiß? Ich schreie da zu dir, du hilfst ja einen Weg nicht, wenn ich keinen Glauben habe. Wenn ich keinen Glauben habe, kannst du gar nicht helfen. Ich sage, was soll denn machen? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist fertig mit rumschreien. Jetzt ist fertig rumgeschrauen zu Gott. Und ich wusste, Psalm 37 ist gegen Sorgen und ich war ja voll mit Sorgen gewesen. Ich konnte nicht schlafen und Ängste und Zeug. Ich sagte, der Psalm ist gegen Sorgen. Ich wusste, ich brauche jetzt Hilfe. Ich muss heute wieder schlafen, sonst kann ich den Job weg. Und wenn ich den Job verliere, bin ich selbst mal gefördert und.
Dann habe ich gesagt, jetzt ist fertig umgeschaut, jetzt nehme ich den Psalm 37 und ich brauche, dass Gott mir jetzt hilft, und zwar jetzt. Und ich nehme jetzt den Psalm und ich lese jetzt den Psalm und ich spreche jetzt den Psalm aus über morgen, nicht in zwei Wochen, über morgen, weil ich brauche jetzt Hilfe. Ich habe 10 Minuten den Psalm über den nächsten Tag ausgesprochen. In dem Psalm heißt: Entrüste dich nicht über die Bösen, also über die Dämonen, über die Geister, die werden fertig machen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das grüne Gras werden sie verwelken. Also morgen werden sie verwelken. Wie das grüne Gras werden sie verwelken. Und wie das grüne Kraut verwelken sie bald, vergehen sie bald. Ich sah einen Gottlosen, der pochte auf Gewalt. Als ich wieder vorbeiging, morgen, da war er nicht mehr. Sind die Dämonen im Do? Oder dann gibt es noch andere Vers. Der Vers ist dann zu meiner Standardverteidigung geworden. Ich weiß nicht genau, welcher Vers ist. Die Gottlosen spannen den Bogen, dass sie morden und fällen den Elenden und Armen, aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen, die Bogen wird zerbrechen. Der Vers. Die Gottlosen spannen den Bogen, dass sie morden und fällen den Elenden und Armen, aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen, die Bogen wird zerbrechen. Der Vers ist meine Standardverteidigung geworden. Wenn die Dämonen mit Panik und Zeug angefangen haben, mit Angreifen, ist der Vers aus mir raus gerattert und gerattert und gerattert. Die Gottlosen spannen den Bogen, dass sie morgen fällen den Elenden an. Aber genau die Angst, die ihr mir anhängen wollt, die wird in eures Herz dringen. Also ihr Schwert wird in euer eigenes Herz dringen. Genau ihr werdet die sein, die mir genau deren Angst davon hösseln, nicht ich. Und die spannen ihren Bogen, aber ihr Bogen wird zerbrechen. Also die ganze Lüge, die auf dich einprasseln, der Bogen wird zerbrechen. Und genau die Lügen, die ihr mir jetzt erzählen, mit denen werdet ihr belästigt werden den ganzen Tag. Genau das, was ihr mir anhängen wollt, wird euch belästigen den ganzen Tag. Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz hängen. Und liebe Leute, das ist ein Fluch, der Vers. Das ist Wort Gottes. Der Vers ist Wort Gottes. Das ist in Stein gemeißelt, das Wort. Wenn das auf dein, über deine Zunge kommt und du das über deine Dämonen aussprichst, die Dämonen können das nicht ändern, weil es ist Wort Gottes. Es ist unmöglich, dass sie das ändern können. Wenn du die Dämonen mit so einem Fluch belegst, die können das nicht ändern. Es ist, deine Knie können am Schlottern sein, sie können dich angreifen mit Angst, mit Zweifel, mit Sorgen, was weiß ich. Wenn du den Spieß umdrehst und sagst, genau die Sorgen, genau die Angst, genau die Zweifel, aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz drin in die Bogen zerbrechen. Nein, ich bitte dir, Dämonen können Respekt über, die können Panik über vor dir. Weil die haben nicht gern so Angst, genauso wenig wie du gerne die Angst hast. Die haben Freude, wenn sie dir die Angst können anhängen, aber wenn sie die Angst müssen umschleppen, genauso ekelhaft wie das für dich ist, ist das für dich genauso. Wenn sie so mit so einer ekelhaften Psychose müssen umsäckeln, meinst du, die haben das gern? Hey, die haben eine Heidenangst vor dir. Wenn du ihnen kannst eine Psychose anhängen, oder Angst, oder, also sie sind ja die geschuldet sind, nicht du. Aber du kehrst den Spieß um und sagst, ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen. Was auch du mir da anhängen, die Krise, du wirst mit dieser Krise davon säckeln, nicht ich. Hey, die Dämonen kommen Respekt über, die sagen, Scheiße, jetzt haben wir ihn verloren. Jetzt haben wir diese Seele verloren. Das habe ich gehört. Als ich angefangen habe mit dem Psalm 37 umzuschlagen, und da haben die Dämonen gesagt, jetzt haben wir ihn verloren. Und ich habe gewusst, das ist das Wort. Jetzt haben sie einmal das Wort gesagt. Und ich, Halleluja, jetzt habe ich euch. Jetzt habe ich euch beim Schlawitli. Jetzt, wo ich entdeckt habe, was das Wort Gottes für eine Kraft hat und dass das meine Waffe ist gegen euch Sauhund. Jetzt habe ich den Sieg. Jetzt zeigt nicht mehr mir, wo der Bartli den Most holt. Von jetzt an zeige ich euch, wo der Bartli den Most holt. Und dann habe ich so Freude gehabt. Ich habe das dort Psalm 37 proklamiert über den nächsten Tag. Ich sage, ich habe natürlich das dann noch nicht gewusst. Ich bin arbeiten. Nach 2 Tagen war mir völlig wohl. Völlig wohl. Völlig wohl. Hä? Ist denn das so einfach? Völlig wohl nach 2 Tagen? Und vorher eine Woche lang in erster Kuh beten und zu Gott schreien und Gott hat nicht geholfen. Und ich habe 10 Minuten das Psalmli abgerattert. Nach 2 Tagen war mir völlig wohl beim Arbeiten. Ich habe gesagt, also Gott, also jetzt längt es denn nicht. Also das musst du mir das erklären. Also gibt es denn das, dass das so einfach ist?
Also das musst du mir also erklären. Also ich sage, also Gott, das jetzt verarschst du mich. Also das musst du mir erklären, wieso dass das so bubi einfach ist. Und ich da jahrzehntelang so gestürmt habe bei dir und es hat nie etwas genützt. Du hast mich schön verarscht. Und er hat gesagt, Gott, das musst du mir erklären. Und dann hat Gott zu mir gesagt, ja Simon, kann ich lügen? Und ich sage, ja, nein, du kannst nicht lügen. Ja, und wenn ich nicht kann lügen, und das Buch da ist mein Wort, ist denn das gelogen oder ist das Wort? Ja, das ist dein Wort. Ist das Wort? Nein. Ja, und wenn das Wort ist und mein Wort ist und ich nicht kann lügen und deine Knie sind am Schlottern und du hast Panik und alles, aber mit so einem Senfkörnchen glaubst du noch an das, was ich hier sage? Ja, mache ich denn das, was da steht, oder mache ich das nicht? Aha. Aha. Bei deinem Wort, da längt so ein Senfkörnchen Glauben. Da könnte meine Knie am Schlottern sein, ich habe Panik haben, ich habe 2 Wochen nicht geschlafen, der Krebs kann schon so gross sein wie ein Fußball. Das Senfkörnchen Glauben längt. Wenn das hier so steht und ich das glaube, was hier so steht und das in Anspruch nehme und das auf meinen Lippen ist, dann längt das Senfkörnchen Glauben und ich bin noch voller Panik. Dann längt das und Gott macht das. Wenn ich aber nur mit Gebet schaffe und nur mit Glauben schaffe, dann muss ich Glauben haben, dann macht es Gott. Wenn ich aber sage, Gott, das hast du da so und so gesagt und das sprechen wir aus und also ich sage heute formuliere ich es so. Ich sage, in meinem Leben beugt sich die Bibel, also das Wort Gottes, beugt nicht seine Knie vor meinen Umständen. In meinem Leben beugen die Umstände ihre Knie vor dem Wort Gottes. Und weisst, oft sagen die Leute, ja, Gott heilt mich dann, wenn er will. Oder er macht das dann, wenn er will. Liebe Leute, das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist die, dass Gott 100% unseren Willen respektiert. Und das ist auch biblisch. Es gibt eine Stelle, wo Jesus sagt, was ihr binden werdet auf Erden, ist gebunden im Himmel und was ihr lösen werdet auf Erden, ist gelöst im Himmel. Das heisst, wenn du sagst, ja, wenn Gott denn will, heilt er mich. Das heisst, dass du lässt das zu und dann lässt Gott das auch zu. Das bedeutet das, was ihr binden werdet auf Erden. Was du zulässt auf Erden, das lässt Gott auch zu. Und was du nicht zulässt, das lässt Gott auch nicht zu. Das bestimmst du, wenn Gott dich heilt. Wenn du das nicht mehr zulässt, dass du krank bist, dann lässt Gott das auch nicht mehr zu. Solange wie du das zulässt, dass du krank bist, lässt Gott auch zu. Und dann sagt er, okay, dann sind wir krank, dann machen wir auf dem Weg weiter. Wenn du sagst, ich will die Stelle nicht mehr, ich will den anderen Job, dann sagt Gott, okay, suchen wir eine andere Stelle. Gott sagt nicht, ich bestimme dann im nächsten Jahr so und so haben wir dann eine andere Stelle für dich. So ist Gott nicht. Gott drückt dir seinen Willen nie auf. Er hat dir Vollmacht gegeben über die Schöpfung. Du bist der Adam, der regiert über die Schöpfung, nicht Gott. Du bist der, der regiert über deine Umstände, über dein Leben. Das macht nicht Gott. Gott bestimmt nicht, wenn, dass er dich gesund macht, sondern du regierst über dein Leben. Zusammen mit Gott. Und Gott respektiert immer deinen Willen. Wenn du sagst, Gott, ich will jetzt gesund sein. Okay, dann kann es sein, dass du dich mit deinem Willen über Sachen hinwegsetzt, die halt einfach nicht gehen. Dann sagt Gott, ja okay, das geht jetzt halt so noch nicht, du hast noch zu wenig Kraft oder du musst noch wachsen in dem und dem. Aber wenn sobald du die Kraft und die Reife hast, sagt Gott, sofort, machen wir. Oder du kannst auch sagen, nein, ich bin noch 10 Jahre krank, dann sagt Gott, also gut, wir sind noch 10 Jahre krank. Gott respektiert immer deinen Willen. Außer die Umstände lassen es nicht zu, oder? Und eben auch mit dem Wort Gottes. Von dem Moment an, wo ich die Kraft von dem Wort Gottes entdeckt habe, bin ich gesund geworden. Und da habe ich gewusst, aha, mit dem Psalm 37 kann ich die Dämonen in die Flucht schlagen. Das funktioniert. Nach 2 Tagen haben die müssen verreisen. Mir ist Vögel wohl gewesen, habe die Krise nach 2 Tagen gemeistert gehabt. Nicht in 2 Wochen und Medisu und Zeug. Nach 2 Tagen Vögel wohl. Aha, da habe ich gewusst, hey, der Psalm 37, das ist meine Waffe gegen den Kindern. Ja, du, wenn das Wort Gottes, und Gott hat mir das gesagt, er sagt, mein Wort hat so viel Autorität über deine Gebete oder über deinen Glauben, wie Himmel über Erde.
Weil es, und das heißt, Jesus hat gesagt, es ist einfacher, das Himmel und Erde für Gott, als das ein Strichli vom Gesetz für Gott. Das Wort ist unabänderbar, weil Gott kann nicht lügen. Das kann der Teufel nicht ändern, das kannst du nicht ändern, das kann Jesus nicht ändern. Niemand kann das Wort ändern. Und wenn das Wort auf deinen Lippen ist, dann ist das ein Fels, den niemand ändern kann, auch der Teufel nicht. Wenn das Wort auf deinen Lippen ist, so viel Kraft hat das Wort. Und ich habe dann, wenn du noch Samt und Glauben an das Wort hast, das gehört noch immer dazu. Und dann habe ich gedacht, okay, dann dachte ich, Moment mal, ich habe doch immer die Sorgen wegen Medis abbauen, oder? Ich könnte vielleicht in 4 Monaten wieder in der Klinik sein. Ich habe doch immer die Angst. Vielleicht bin ich in 4 Monaten wieder in der Klinik, ich will zwar Medis abbauen, aber dann habe ich sicher wieder eine Krise und dann verliere ich wieder alles und bin wieder in der Klinik. Ach du, wenn wir jetzt schon mit dem Wort Gottes arbeiten, wenn das so eine Power hat, ist das das, was das Wort Gottes sagt zu dieser Situation? Sagt das Wort Gottes, dass ich in 4 Monaten wieder in der Klinik werde sein? Ist das das, also was sagt das Wort Gottes? Psalm 91. Es wird dir kein Unglück begegnen und keine Plage sich deinem Haus ernahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen, junge Löwen und Drachen niedertreten. Das sagt doch etwas völlig anderes. Das Wort Gottes sagt, es wird mir kein Unglück begegnen. Ich werde nicht in dieser Klinik landen, sagt das Wort Gottes. Ja, aber das muss auf meinen Lippen sein. Aha, so funktioniert das. Wenn die Dämonen angreifen und ich Panik habe und sage, wenn ich jetzt glauben würde, dass die Engel mich da beschützen, ich habe ja den Psalm kennt, dass die Engel da sind und mich beschützen. Wenn ich jetzt das würde glauben, wären sie da. Und das hätte auch funktioniert, ich habe das ganz fest geglaubt, dann sind sie wirklich da gewesen und haben mich beschützt. Dann habe ich den Glauben wieder verloren und Dämonen sind wieder gekommen. Dann habe ich gedacht, aha, du musst das Wort proklamieren. Der Psalm 91 nützt nichts in deinem Herz. Der muss in deinem Maul sein, nicht in deinem Herz. Aha, das musst du aussprechen und dann sind die Engel da. Das ist das, was ich dann gelernt habe. Aha, das Wort Gottes nützt nichts in deinem Hirn oder in deinem Herz. Das nützt etwas auf deinen Lippen, auf deiner Zunge, in deinem Mund muss das Wort Gottes sein. Und dann hat es Kraft. In deinem Hirn und deinem Herz hat es keine Kraft. Natürlich, das produziert auch Glauben, aber das Wort Gottes muss da aus dem Mund rauskommen. Und dann entfaltet seine Kraft. Und dann habe ich gedacht, also, so Teufel, das war das letzte Mal, wo du mich versäckelt hast. Von jetzt an, wenn du mit deinen Dämonen vorbeikommen willst, mir weiss machen willst, schau, in 4 Monaten bist du dann wieder in der Klinik, dann schlage ich dir den Psalm 91 um die Ohren, dass es dir grün und blau wird. Ich habe dann das so gemacht. Jedes Mal, wenn der Gedanke kommt, vielleicht bin ich in 4 Monaten in der Klinik. Sofort der Psalm 91 aus meinem Mund. Es wird dir kein Unglück begegnen und keine Plage wird sich deinem Hals ernähren, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ich bin seit dem Tag nie mehr, kein einziges Mal mehr in einer psychiatrischen Klinik gewesen. Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal bin ich mehr in einer psychiatrischen Klinik gewesen. Von dem Tag weg, wo das mein Bekenntnis war, Psalm 91. Okay. Dann habe ich aber gewusst, aber jetzt setzen wir die Medis nicht ratzfatz ab. Den Fehler habe ich früher gemacht. Jetzt, wo ich den Sieg habe, ich gewusst, jetzt habe ich den Sieg. Jetzt ist es noch eine Frage der Zeit. Ich habe gewusst, jetzt musst du keinen Stress mehr machen. Jetzt habe ich den Sieg. Jetzt kann ich Piano Medis abbauen, weil jetzt habe ich den Sieg. Und dann habe ich der Psychiaterin gesagt, so, jetzt werde ich gerne alle 3 Wochen ein Achtel reduzieren. Haben wir das abgemacht? Ich glaube, er hat 2 Monate gesagt, alle 2 Monate ein Achtel. Haben wir das abgemacht, dann habe ich das einfach gemacht. Ich war dann noch ein halbes Jahr in der Schweiz gewesen. Und dann habe ich das angefangen, alle 2 Monate ein Achtel reduzieren. Und dann bin ich dann aber im August auf Nicaragua ausgewandert. Und da auch, zu dem kommen wir dann noch, zu dem Thema. Das ist wichtig. Man macht im Leben immer gewisse Schritte. Also normalerweise macht man Fortschritt und da gibt es auch Rückschläge, wenn man Psychose hat, ist das oft ein Kampf. Und da ist wichtig, dass man muss wissen, wie man mit so Sachen muss umgehen.
wenn man im Leben so einen riesen Kampf hat wie bei einer Psychose, da gibt es immer Widerstände bei einem Schritt, wenn man einen Fortschritt macht. Das ist wichtig, erstens mal, dass man Gebetsunterstützung hat. Und zweitens ist wichtig, dass man weiss, wenn man einen Schritt macht, ist ganz wichtig, dass man ihn durchzieht. Also man muss kämpfen und nicht aufgeben. Weil wenn man aufgibt, gibt es einen Rückzug, dann muss man sich erholen. Eben zum Beispiel Klinik, das ist ein Rückzug. Wenn man in eine Klinik kommt, dort erholt man sich und muss dann wieder neue Schritte machen. Das ist aber oft auch nicht so schwierig, weil man sehr viel Verbarmen bekommt, auch von Gott. Man hat viel Gnade und man kann dann wieder die Vorwärtsschritte machen. Aber die Sachen muss man lernen, dass man bei einem Vorwärtsschritt möglichst, und auch wenn es hart ist, auch wenn es Kampf heisst, dass man muss durchbeissen und durchziehen und nicht gerade sofort davonhöseln. Weil sonst hat man ewig einen Rückzug und macht keine Fortschritte. Und man muss Fortschritte machen, das ist wichtig. Und auch oftmals ist es so, wenn man dann, wenn einem etwas misslingt und man einen Rückschritt macht, ist es immer so, dass unsere Seele immer das sucht, was man vorher gemacht hat. Also wenn ich zum Beispiel im Altersheim geschafft habe, bevor ich ins Altersheim gehen wollte, hatte ich eine andere Vision gehabt, dann wollte ich auf Lausanne gehen und eine Missionsschule machen. Das ist meine vorherige Vision. Sie hat dann die Vision geändert und hat dann wollen ins Altersheim gehen. Und Vision ist etwas extrem Wichtiges. Also wenn du eine Vision hast, musst du es durchziehen und musst dieser Vision nachstreben. Und es ist wichtig, dass du die Vision von Gott bekommen hast, weil sonst verhebt sie ja nicht, sonst geht sie in die Hose. Also musst das, was Gott dir gesagt hat, musst du aufschreiben, was du durchziehen sollst. Und dann kommen Widerstände. Und dann ist wichtig, dass du den Widerstand auf keinen Fall den Battle herschmeißt, sondern kämpfst und kämpfst und einfach stur und unbeirrt die Richtung gehst, die Gott gesagt hat. Das ist der Weg, wie man mit einer Depression muss umgehen. In einer Depression musst du einfach durchziehen. Einfach alle Stimmen sagen, komm, ich habe Angst, ich kann da nicht mehr arbeiten, ich muss einen anderen Job haben, ich muss in die Klinik, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, ich mache nicht mehr, es ist mir zu brutal, ich habe zu viel Angst und so. Und dann muss ich sagen, fertig, und ich ziehe es durch und jetzt arbeite ich und jetzt gehe ich nicht in die Klinik. Und so kommst du aus der Depression raus. Weil Depression schickt dir den Teufel, damit du davon läufst, damit du den Battle herschmeißt. Es gibt aber noch viele effektivere Waffen gegen Depression, gegen Angst. Und zwar ist das so, Angst ist das Gegenteil von Glauben. Und oft haben wir Angst vor der Angst. Und jetzt ist es so, die Angst, und oft bei Psychotikern, wenn ich jetzt das schon nur erwähne, haben die Angst. Also die Angst gibt dem Teufel Kraft. Aber der Clou ist, es gibt eine Lösung für die Angst. Und die Lösung heisst Vergebung. Sobald ich Jesus meine Angst bekenne, und normalerweise, wer bekennt seine Angst? Wer sagt Jesus, bitte vergib mir, dass ich Angst habe? Das macht doch keiner. Du wirst noch verrückt, denkst, was, jetzt zähle ich auch noch für die Angst um Vergebung bitte. Ich habe doch nichts dafür, dass ich Angst habe. Und für das sage ich, muss Jesus auch noch um Vergebung bitten. Aber ich sage euch, warum? Wenn wir für etwas, wo zielverfällig ist, Sünde heisst zielverfällig, wenn wir für das nicht um Vergebung bitten, solange wie wir nicht um Vergebung bitten, hat das Kraft. In dem Moment, wo du um Vergebung bittest und es vergehst, verliert das jede Kraft. Das heisst nicht, dass die Gefühle nicht mehr da sind, aber es verliert Kraft. Also wenn ich jetzt Angst habe, dass ich in 4 Monaten in der Klinik landen könnte und oft Sorgen habe und Zeug. In dem Moment, wo ich Gott für die Angst um Vergebung bitte, verlieren sämtliche Ängste ihre Kraft. Sämtliche Ängste, die du bekennst, verlieren ihre Kraft. Das heisst, die Angst davor, in der Klinik zu landen, das gibt dem Teufel, das gibt diesen Dämonen Kraft, dass du effektiv in der Klinik landest. Genau die Angst, ich höre Stimmen, genau die Angst vor diesen Stimmen gibt diesen Stimmen Kraft, dass sie da bleiben können. Oder? Wenn du den Herr um Vergebung bittest, vergib mir Herr, dass ich immer so Angst hatte vor dem Teufel, dass ich immer so Angst hatte vor diesen Stimmen, dass ich immer so Angst hatte, ich könnte in der Klinik landen, vergib mir das. Puff! Die Angst haben keine Kraft mehr. Die Dämonen haben keine Kraft mehr, bei dir zu bleiben. Sie haben kein Recht mehr. Weil die Angst hat ihnen ein Recht gegeben, hier zu bleiben. Sobald die Angst vergehst, haben die Dämonen kein legales Anrecht mehr, bei dir zu bleiben. Und darum, wenn du viel Angst hast, und als Psychotiker haben wir natürlich viel Angst gehabt, bitte um Vergebung für die Angst. Und dann gibt es wichtige Bibelvers, wo dann die Kraft von dieser Angst aufheben. Und da ist zum Beispiel im Kolosser gibt's einen Bibelfers, den müsst ihr suchen. Ganz im Google ein, den Vers noch sehen, wo der ist. Ich weiss es jetzt nicht auswendig. Aber es ist wichtig,
Das gehört auch zur geistlicher Kampfführung. Einerseits der Teufel angreifen und das andere ist der Teufel von seinen Anrechten zu berauben. Also einerseits angreifen, wenn er will, dir etwas anhängen, dass du es ihm anhängst. Und das andere ist, dass du ihm seine Rechte wegnimmst. Weil der Teufel hat Recht. Und aufgrund von diesen Rechten darf er das machen mit dir, was er macht. Und du kannst ihm aber die Rechte wegnehmen. Und das ist auch geistliche Kampfführung. Und das macht man auch mit Bibelfersen. Und da gibt es Bibelfersen, die sagen, zum Beispiel, der Teufel hat zum Beispiel aufgrund von unseren Ängsten, aufgrund von Sachen, negative Bekenntnisse, also, oh, das könnte mir passieren, oder oh, das passiert mir vielleicht, oder oh, vielleicht komme ich das und das über. Das sind negative Bekenntnisse. Und diese Bekenntnisse geben dir der Finsternis Macht, oder Anrecht. Und jetzt gibt es Bibelverse, die Anrecht wieder aufheben. Natürlich die Angst bekennen und Vergebung bitten, aber dann musst du Glauben haben, dass es jetzt vergeben ist, dass es jetzt dass jetzt das Anrecht kaputt ist. Und auch da wieder, um den Glauben können aufrechterhalten, gehört das Bekenntnis dazu. Und zum Bekenntnis gehört das Wort Gottes dazu. Weil nur das Wort Gottes hat die Kraft, den Teufel zu bodigen. Deine eigenen Worte haben die Kraft nicht. Und darum gehören die entsprechenden Bibelverse oft in dein Maul. Also wie wir gesehen haben, Psalm 91, es wird dir kein Unglück begegnen. Wenn du diesen Vers bekennst, wirst du nie mehr in der Klinik landen, weil das ist Wort Gottes, das ist unabänderbar. Wenn du Psalm 37 bekennst, ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz hängen, dann bekommen die Eis aufs Dach, über wenn sie die angreifen, das ist unabänderbar. Das wird so passieren, ob es im Teufel passt oder nicht. Wenn das Bekenntnis auf deinen Lippen ist, weil es Wort Gottes ist und nicht deine eigenen Worte. Und genauso wie die Anrechte, die der Teufel in deinem Leben gehabt hat, sei es wegen Angst oder wegen was auch immer. Da gibt es einen Bibelvers, was heisst, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn ans Kreuz geheftet, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, dass jeder, der am Holz hängt, ist verflucht sei jeder, der am Holz hängt. Also das heisst, die Flüche, die über deine Lippen gekommen sind, die du auf dich selber gelegt hast, mit, oh, das könnte mir passieren, oder bla bla bla, oder auch, wo du für andere gelegt hast, oder die Angst, wo auch negativer Glauben ist, wo in der Finsternis Anrecht und Kraft gibt. Er hat den Schuldbrief getilgt, also die Angst, die Kraft von dieser Angst. Oder das, was du ausgesprochen hast, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn ans Kreuz geheftet. Also das, die Anrecht, die der Teufel in deinem Leben gehabt hat, hat Jesus getilgt und hat es ans Kreuz geheftet, an seinen Körper. Die Anrecht hat Jesus tilgt. Was heisst tilgt? Null, nada, das ist nichts mehr da. Null, der Teufel hat null Recht mehr. Wenn du das proklamierst, hat der Teufel null Recht mehr in deinem Leben. Dann verliert er alle Rechte. Also es, je nachdem, in jeder Situation, wenn er dich anklagt, sagt, schau da, du hast doch Angst gehabt vor mir, jetzt mache ich dich fertig, weil du hast Angst gehabt, kommt der Vers über deine Lippen, er hat den Schuldbrief getilgt, den er seine Forderung gegen war, und hat ihn ans Kreuz geheftet. Da ist der Schuldbrief getilgt. Sobald du das bekennst, ist der Schuldbrief getilgt und der Teufel hat kein Recht mehr. Egal wie viel Angst du hast, er hat kein Recht mehr, dir das anzutun, wo du Angst hast davor. Oder? Und solange du um die Angst nicht um Vergebung bittest und den Vers nicht proklamierst, dass der Schuldbrief von dieser Angst tilgt ist, hat der Teufel legale Recht. Oder? Und ja. Und dann ist es so, da gibt es noch einen anderen Vers. Da Christ, da er zum Fluch wurde für uns, damit der Segen Abrahams auf die Heiden kommt in Christus Jesus. Das ist, glaube ich, Kolosser 2,20. Oder was? Damit der Segen Abrahams auf die Heiden kommt. Ist das das? Da er zum Fluch wurde für uns, also eben die ganze Angst und Flüche, die hat Jesus getragen. Die hat Jesus am Kreuz getragen, da er zum Fluch wurde für uns, damit der Segen Abrahams auf die Heiden kommt. Das heisst, der ganze Scheiß, die ganze Angst, die ganze Flüche, die ganze negative Bekenntnis von dir, hat Jesus am Kreuz getragen, damit der Segen vom Abraham über dich kommt. Und der Segen vom Abraham heisst alle Verheißungen von der Bibel. Alle Verheißungen von der Bibel. Gesundheit, Jesaja 53, er trug unsere Krankheit. Oder alle Verheißungen hast du zu gut, weil Jesus den ganzen Scheiß ans Kreuz genommen hat. Und auch den Vers proklamiere ich regelmäßig. Und ja, und so kannst du die Macht in die Flucht schon. Auch Angst, das ist kein Problem. Wenn du Angst hast, das gehört dazu, ab und zu hat man Angst. Aber die Angst dürfen die Kraft nicht behalten, die sie haben. Solange die, wenn du mal ein bisschen Angst hast, ist das doch gleich. Solange das nicht passiert, wo du davor Angst hast.
Also die Angst, die gehört ab und zu dazu. Wenn man nicht voll gefüllt ist mit Liebe, hat man ab und zu Angst, das ist normal. Aber wenn du sagst, er hat den Schuldbrief getilgt oder es wird dir kein Unglück begegnen, dann können die Angst lange an dich herantreten. Das wird nicht passieren. Wenn ich da um 11 Uhr in der Nacht durch Granada durchlaufe und die Leute sagen, das ist gefährlich, aus könnte einen überfallen, sage ich, fertig, es wird dir kein Unglück begegnen, keine Plage wird sich deinem Haus noch. Es hat mich noch nie einen überfallen, noch nie. Noch nie, nicht ein einziges Mal. Und viele, ich weiß nicht, wer alles überfallen worden ist, aber ich bin noch nicht ein einziges Mal überfallen worden. Und dann können die Angst kommen und machen und tun, das sagst, was interessiert mich das? Er hat den Schuldbrief getilgt, vergib mir die Angst, die ich hatte in der Nacht, dass ich überfallen werden könnte, vergib mir Gott. Und in dem Moment, wo er vergeht, ist es vergeben und die Angst hat keine Kraft mehr. Oder das ist wichtig auch, dass wir lernen auch für unsere Angst und Sorgen, Gott um Vergebung bitten. Das ist wichtig, das ist ganz wichtig. Weil dann, erst dann verlieren die Angst ihre Kraft. Und vorher kann der ganze Scheissdreck immer passieren in deinem Leben. Oder? Ja. Und dann eben am Schluss bin ich dann auf Nicaragua gekommen. Und da ist es dann in Nicaragua, ich sage, es ist sowas von einfach von Psychose weggekommen. Es ist bubi einfach. Aber ich habe auch müssen kämpfen. Man muss natürlich auch Vorwärtsschritt kämpfen. Also es geht nicht ohne Kampf. Aber es ist, Psychose ist einfacher. Aber wenn du in ein anderes Land gehst, um von der Psychose frei zu werden, geh in ein Land, das sehr gläubig ist. Also Nicaragua, die ganzen südamerikanischen Länder, die sind sehr gläubig. Aber es ist wichtig, dass du dich absicherst, dass du dich gut vorbereitest. Auch wenn du in eine andere Stadt zügelst, ist wichtig, dass du nicht einfach davon säckelst. Sondern wenn du einen Job hast, bleib bei deinem Job. Aber in deinem Job fang den nächsten Schritt an von vorbereiten. Fang überlegen, was braucht es in dieser Stadt? Ich muss Arbeit haben, ich muss eine Wohnung haben, ich muss ein Umfeld haben. Also Freunde und Kollegen und am besten, also Freunde findest du am schnellsten in einer Kirche. Das heisst, such dir eine Kirche in dieser Stadt, gang regelmäßig in die Kirche, hast sofort Freunde. Die Freunde beten für dich, hast sofort Gebet. Das ist das Umfeld. Dann Arbeit, fang an, ich sage jetzt nicht einfach davon bei deinem Job, sondern fang an zu überlegen, was willst du schaffen in dieser Stadt, was kommt in Frage, was, wie, wo. Ich habe jetzt mit Nicaragua müssen überlegen, ich muss Impfungen haben, was soll ich da schaffen in Nicaragua. Und ich überlege, okay, ich könnte eine Webhosting-Firma machen, ich könnte in ein Kinderheim arbeiten, ich könnte ins Altersheim, nein, zuerst habe ich gedacht, Altersheim, das ist ja mein Beruf, ich möchte, du hast null Chance, du kannst nicht Spanisch, da findest du niemals eine Stelle. Und wenn du eine Stelle findest, verdienst du das Butterbrot. Und du kannst nie im Leben ein Retourflugticket zahlen. Das kannst du nicht. Dann denkst du, okay, Webhosting-Firma, das könnte ich machen. Und dann am Schluss habe ich gedacht, hey, Kinderheim, das ist eine geile Idee. Das wird nicht schwierig sein, eine Stelle finden in einem Kinderheim. Du musst nicht unbedingt Spanisch können. Du kannst gratis arbeiten, ich habe IV-Rente. Das ist eine geile Idee, das mache ich. Und am Schluss habe ich dann für das Kinderheim entschieden. Nach 4 Tagen habe ich schon eine Stelle gehabt. Habe ich das Internet abgesucht, nach Kinderheim in Südamerika. Nach 4 Tagen habe ich überlegt, Missionsspital, habe mich beworben. Die hat mir natürlich abgesagt, weil ich Psychose habe. Kinderheim haben sie mich sofort genommen. Also es war kein Kinderheim gewesen, es ist hier Esperanza Granada. Die tun so Volunteer-Lehrer für zum Schule gehen. Habe gefragt, kann ich zu euch Englisch unterrichten? Kein Problem, musst einfach das Formular ausfüllen, kannst gerade kommen. Habe das ausgefüllt, dann habe ich eine Stelle gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt warte ich noch ein halbes Jahr und tue noch ein bisschen Spanisch lernen. Also Vorbereitung bei einem neuen Schritt ist immer wichtig, auch im Gebet das vorbereiten. Bitte Jesus, mach, dass das alles klappt mit dieser Züglerei. Wenn du zum Beispiel auf die Unabe zügelst, gib mir eine neue Wohnung, gib mir eine neue Stelle. So Riesenschritte müssen immer gut vorbereitet sein, dann kommt es auch nicht schief. Weil wenn es schief kommt, ist immer eine Katastrophe. Wenn du auf die Unabe zügelst und dann geht es in die Hose und dann musst du wieder auf Basel zurücksegeln, dann liegst du dann flach. Und so einen Schritt in die Freiheit muss man immer gut vorbereiten, weil der Teufel einen Schritt in die Freiheit immer wieder angreifen. Aber wenn du es im Gebet vorbereitest, kann man es nicht angreifen, dann geht alles gut. Darum muss man so einen Schritt vorbereiten. Und das habe ich auch ein Jahr lang vorbereitet, bevor ich auf Nicaragua bin. Habe dann bei deren Esperanza auch arbeiten. Ich sage euch, nach 4 Tagen haben die mich rausgeschossen bei der Esperanza. Ich habe alles wunderbar vorbereitet. Die können arbeiten, sofort das Umfeld. Nach 4 Tagen schmeißen die mich raus. Ich hocke im Hotel. Mutterseelen allein, habe niemand kennt in dieser Stadt und habe noch Psychose. Die absolute Obertotalkatastrophe, die einem Psychotiker passieren kann. Aber ich sage euch jetzt etwas. Das Geniale ist, in Nicaragua ist es so bubi einfach im lieben Gott vertrauen. In der Schweiz hätte ich eine riesige Krise geschoben. Sofort, wenn die mir Geschichte haben, ich wäre am Boden gelegen, flach gelegen, Psyche einfach Selbstmord. In der Schweiz.
Da in Nicaragua ist es so bubi einfach im lieben Gott vertrauen. Es ist so bubi einfach, weil es alle machen. In Nicaragua vertraut jeder im lieben Gott. Kannst gar nicht anders. Geld fehlt einem weg. Du musst einfach vertrauen. Und dann geht es natürlich auf. Und darum ist das hier so bubi einfach. Und darum ist es hier so bubi einfach, wo Psychosen frei werden. Weil es so bubi einfach ist, zu vertrauen nach Ruhe. In der Schweiz ist es verdammt schwierig, nach Ruhe zu vertrauen. Es ist einfach, im Geld zu vertrauen. Aber nach Ruhe vertrauen ist in der Schweiz saumässig schwierig. Weil keiner nach Ruhe vertraut. Jeder vertraut dem Geld in der Schweiz. Aber doch nicht nach Ruhe. Und in Nicaragua ist das sowas von Bibi. Einfach, ich bin im Hotel gehockt. Ich habe keine Panik, gar nichts. Ich habe keine Menschenseele kennt in dem Grab. Ich bin so ruhig gewesen. Ich habe gesagt, Jesus, jetzt hast du ein Problem, nicht ich. Jetzt hast du ein Problem. Du hast gesagt, ich soll hierher kommen. Ich bin 20.000 Kilometer von daheim. Du hast gesagt, ich soll um die halbe Welt reisen. Und jetzt gehen die mir zu Boden raus. Jetzt hast du ein Problem. Du hast gesagt, ich soll hierher. Ich habe kein Problem. Du hast jetzt eins. Und jetzt schaust du, also, was erst tun ich aus, habe ich eine Wohnung und dann machen wir halt mal eine runde Ferien. Ich sage euch, am nächsten Tag schon habe ich eine Wohnung gehabt. In einer super tollen Familie. Bei der tollsten Familie von ganz Granada habe ich eine Wohnung gehabt. Und es ist, hat sich herausgestellt, es ist Bubi einfach hier in Nicaragua von dieser Psychose weggekommen. Klar, ich habe gekämpft, musste kämpfen und Zeug. Aber es war viel einfacher in der Schweiz. Also in der Schweiz, weil es hier viel einfacher war zum Vertrauen. Und weil der Heilige Geist hier viel glücklicher ist, weil die Leute hier Gott viel mehr ehren als in der Schweiz. In der Schweiz ist es sehr traurig oft. Und das spürst du in der Schweiz, was ist denn los? Wieso ist denn da traurig? Wieso, was ist denn, was fehlt denn da? Und es ist Gott, der traurig ist in der Schweiz. Und darum ist es hier in Nicaragua viel einfacher für Psychose wegkommen. Aber, wenn sie da überstellt, also es hat mich da auch überstellt, aber ich bin nicht in der Psyche gelandet, wie ich euch gesagt habe, bin nie mehr in der Psyche gelandet, aber da bin ich im Gefängnis gelandet. Aber es hat mich massiv heftig überstellt, ich habe nicht einmal mehr gewusst, wer das ich bin. Also das habe ich in der Schweiz so massiv nie erlebt. Aber es hat mich überstellt, weil sie hat mich zur Wohnung ausgeschossen und dann habe ich Panik bekommen und bin davon gelaufen und dann hat es abgeschaltet. Dann bin ich im Gefängnis gelandet und bin dann aber so, also ich habe dann auch wieder mit dem Wort Gottes geschafft, habe gewusst, mit Gebet, da kannst du jahrelang beten, da bist du in einem Jahr noch nicht raus aus dem Gefängnis, habe ich gesagt, fertig. Und ich habe das gedacht, dann kommt in dem Gefängnis einer zu mir, ich denke, dass der lange Gebet nicht, jetzt muss ich etwas stärker sein, um da aus dem Gefängnis rauszukommen. Da kommt einer zu mir und sagt, Psalm 91, in dem Gefängnis. Und ich, aha, ja, genau gewusst, was er meint. Ich habe angefangen, den Psalm 91 brünzeln, es wird dir kein Unglück begegnen, keine Plage wird sich deinem Herzen anderen, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. 5 Minuten später bin ich aus dem Gefängnis raus gewesen. Also, das ist jetzt kein Witz. Es ist natürlich auch eine mehr rausholen. Aber gleich, ich habe den Psalm brünzeln, 5 Minuten später bin ich raus gewesen. Und dass die Sachen, natürlich, ich bin Missionar, als Missionar muss wissen, wie man muss kämpfen in Situationen. In so Situationen, das lernt man aber auch als Missionar. Das zeigt einem Gott und das lernst du einfach. Und da hast du Autorität und hast Vollmacht. Und da bist du nicht mehr so ein Bubi, wo der Teufel einfach ein Fürzli machen kann und du versinkst in Panik. Also, ja. Aber ich habe da auch einen Rückschlag erlebt, aber ich bin nur 4 Tage im Gefängnis gewesen, natürlich. Und, ja, also Gott ist da echt mächtiger in Nicaragua und darum ist es auch einfacher von Psychose wegzukommen. Und es lohnt sich echt einmal grundsätzlich überlegen, will ich wirklich in Europa bleiben oder will ich in ein christliches Land zügeln, um von der Psychose wegzukommen. Aber du musst es gut vorbereiten. Auch schon wenn die Stadt wechselst, du es gut vorbereiten. Wenn du einen neuen Job willst, schau, dass du eine Gebetsabdeckung hast und. Ja, und einfach auch wichtig, vergeben, gell, den Eltern vergeben, den Psychiater eben positiv reden, sie danken für die Eltern, danken für den Psychiater, und wenn du jetzt schon die Wände raufgehst, dann musst du halt einfach mal anfangen damit und probier's mal aus, es geht dir nachher viel besser. Wenn du findest, meine Eltern aber ganz sicher nicht Danke sagen, dann calm down und probier's zuerst mal aus. He? Okay, also vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte eine Hilfe sein. Ja, also auch wichtig, sicher in eine Kirche gehen, wenn du Psychose hast, Gebetsabdeckung, aber auch hier einfach schau wirklich, dass die Kirche dir auch gut tut. Aber das ist am Anfang immer so, die tut natürlich einem immer gut, aber mit der Zeit schau, dass du dranbleiben kannst mit Wachsen. Und ja, okay. Und sonst, wenn ihr Kontakt aufnehmen mit mir und weiteren Rat haben oder auch Gebet,
Ich habe eine Skype-Nummer, simon.egli777 ist mein Skype-Kontakt. Auf Facebook könnten wir schreiben. Auf Facebook heiße ich simon.egli5, glaube ich. Oder auch E-Mail, im Moment ist meine E-Mail david.egli8@gmail.com. Und eine Telefonnummer habe ich im Moment nicht, aber ja, so könnt ihr mich kontaktieren, wenn ihr in Kontakt bleiben wollt. Okay, tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, ciao!